Freunde, herzlich willkommen zu Shisha Cast Episode 52. Wir haben heute den Immet dabei. Wir drehen heute eine Spezialfolge. Wir machen einen auf Leroy. Wie ist das, Hookah Master zu sein? Und da haben wir uns den Immet aus dem Omera eingeladen. Ein herzliches auch. Willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin gerade extremst nervös. Also ich weiß auch nicht gerade, wie ich reagieren soll. Immet, stell dir einfach vor, du redest einfach nur mit Alex und mir. Wir stellen dir einfach ein paar Fragen. Wir quatschen einfach eine Runde, rauchen eine Pfeife, versucht die Kamera, die 18 Lichter, die Monitore und Co. zu ignorieren. Einfach auszublenden. Ja, kann ich gerade aber nicht. Wir haben es in der letzten Folge schon erzählt, dass Immet sich immer so ein bisschen weigert, aufgenommen zu werden. Wir haben es aber geschafft. Er sitzt hier, wir nehmen eine Shisha-Cast-Episode auf und ich glaube, wir freuen uns alle darüber. Ich glaube, wir können auch glücklich sein. Immet wusste nicht, dass es eine Videoversion gibt vom Shisha-Cast. Ja, das wusste ich wirklich nicht, sonst wäre ich nie in Leben gekommen. Perfekt. Aber wir haben es geschafft. Er ist da und ist heute dabei. Ja, ich freue mich. Ist kein Problem. Bevor wir aber in die Folge einsteigen, wollen wir noch eine Sache verkünden. Wir haben es ja schon in der letzten Folge gesagt, dass wir jetzt endlich einen Gewinner für das Gewinnspiel haben. Und zwar auch auf diesem Wege nochmal herzlichen Glückwunsch an Shisha Stern, der mit 688 Punkten eindeutig gewonnen hat. Es gab noch ein anderes Bild, was über 600 Punkte hat. Dann gab es eins mit 500 und dann gab es nur noch 400 und drunter. Ja. Also die Top-Bilder waren auf jeden Fall sehr eindeutig. Ja. Und Shisha-Stern, herzlichen Glückwunsch. Den Rest klären wir dann zusammen noch auf Insta. Erstmal die Frage, Immet, wie geht's dir denn? Mir geht's ziemlich gut. Ich bin ausgeschlafen. Ich bin extra deswegen sogar gestern früher nach Hause gegangen, dass ich heute wirklich fit bin. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so nervös bin. Was heißt denn für dich früher nach Hause gegangen? Fangen wir doch damit schon mal an. Früher nach Hause, ich hatte auch gestern halt frei. Ich war mit meinen Verlobten, war ich unterwegs. Also wir waren bei Familie und so drum und dran. Und bin dann so gegen früh, ist dann so 12 Uhr, 1 Uhr. Ja, ich glaube, dein Tagesrhythmus ist genauso wie meiner. Ich glaube, deiner ist sogar noch schlimmer als meiner. Ja, kann man sagen. Also ich hab gerade einen Schlafrhythmus, das ist schon nicht gesund, sag ich mal so. Halt, bringt der Job halt leider mit, ne? Ja, halt so, nachdem man zum Beispiel Feierabend hat und die Leute denken, dass es dann halt dann Schluss ist, aber da geht's dann noch weiter, du musst dann noch sauber machen, alles so drum und dran, bist du dann, also wenn ich um 1 Uhr Feierabend mache, wenn ihr also um 1 Uhr den Laden zumacht, ja, ist genau. Das eben nicht also, Feierabend. Genau, da bin ich halt dann nicht direkt am fertig. Zum Beispiel manchmal brauche ich dann eine halbe Stunde, manchmal brauche ich dann eine Stunde, bis ich dann mich dann wieder hinsetzen kann und meinen Feierabend-Shisha rauchen kann. Dauert es dann halt so manchmal eine halbe Stunde, eine Stunde. Ja. Ja, das zieht sich, glaube ich, ganz schön. Wir können gleich gerne einmal so komplett ein normaler Tag in deinem Leben durchspielen. Ja. Aber erstmal noch, Alex, wie geht's dir? Was hat sich verändert, seit wir gestern die letzte Folge aufgenommen haben? Bei uns ist es eh immer so krass. Wir sehen uns irgendwie gefühlt ein halbes Jahr nicht. Manchmal, ja. Und dann direkt zweimal in der Woche, dreimal in der Woche. Nee, aber seit gestern geht's mir gut. Ich war heute noch im Training, hat Spaß gemacht. Meinem Rücken geht's auch soweit gut. Deswegen, kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir, Marvin? Auch so wie gestern. Vollkommen überarbeitet. Kein Ende in Sicht. Ich bin heute Morgen aufgestanden, hab schnell ein selbstgebackenes Brot von meinem Papa gefrühstückt mit Nutella. Bin ins Büro gefahren, habe mich an Mavocado gesetzt, dann hat es auch schon geklingelt und ihr wart da, dann haben wir Podcast aufgenommen und dann haben wir auch schon Köpfe gebaut und sonst machen wir das ja eigentlich nicht, aber heute als kleines Special, weil der Immet uns mal die Köpfe gebaut hat, blenden wir euch jetzt mal eine Aufnahme ein, wie ein Hookah Master die Köpfe baut. 3 Köpfchen von Immet, 3 Mix-Empfehlungen von Immet und ich kann zu meinem auf jeden Fall schon mal sagen, sehr lecker und das zeigen wir euch jetzt einmal. So Immet, ja. 3 Immet Spezial. Eins für den Alex, eins für mich und eins für dich selber. Ja, genau. Ich wurde jetzt gerade gezwungen, Köpfe zu bauen, obwohl ich nicht musste. Mir wurde versprochen. Eventuell haben wir gestern dem Immet noch gesagt, dass wir ihm die Köpfe bauen. Aber es wurde nichts versprochen. Ja, versprochen wurde nicht. Versprochen wurde nicht, aber ihr habt mir gesagt, wenn ich hier hinkomme, dass ihr mir dann meine Köpfe bauen werdet oder... Mindestens Alex hat das gesagt, dass er mir einen Kopf bauen wird, aber davon aber guck sehe mal, ich Immet, jetzt gerade die Leute wollen doch auch sehen, wie ein richtiger Hookah-Master die Köpfe baut. Wie so ein Image-Spezial eigentlich entsteht. Und da freuen wir uns doch, dass du jetzt 3 Köpfe, 3 Image-Spezials
für uns jetzt hier herzauberst, dass wir ein leckeres Köpfchen haben. Ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, wie Ümit sowohl das Kopfbaubrettchen als auch die Waage ignoriert. Ich habe es auch gesehen. Den Kopf vorne dran stellt, sodass er aber komplett am Rand vom Bild ist. Guck mal, bitte, das ist so weit weg. Wieso ich sehe da nichts mehr. Da sieht die Kamera das gut. Ja, aber das ich nicht mehr. Das hat ja einen Grund, warum das da steht. Ja, okay. Ah, du kriegst das schon hin. So, du hast auf jeden Fall als erstes gerade eine Cosmo Killer genommen. Ja. Und hast mir da meinen Kiwi-Smoothie rein, weil ich habe mir ein Image-Spezial in der Killer Bowl mit Kiwi-Smoothie gewünscht. Ja, genau. Und was kommt da jetzt noch dazu? Sag ich nicht. Das ist doch schon der Sinn von dem Podcast, dass man das erzählt. Nee, ich werde dir das nicht verraten. Du rauchst es und dann wirst du es dann erraten müssen. Da spielen wir auch. Kannst du bitte den Leuten erzählen, was du in deinen Kopf baust? Bitte. Alle so, geil, Mix-Empfehlung von Ümit und Ümit so, nö. Verrate ich nicht. Nö, sag ich doch nicht. Weißt du, was das Problem ist, Marv? Das macht ja auch Homera immer. Ja, aber Homera ist okay, hören das ja nicht etliche Leute, aber wenn die dann wissen wollen, was du dann trotzdem fragst, was für ein Mix ist, wenn du ihn rauchst und der dir schmeckt, dann hat er es vergessen. Dann guckt er dich immer erstmal eine Sekunde an und dann probiert er. Genau, und dann weiß er es trotzdem noch nicht. Deswegen wäre es schlauer, Ümit, wenn du das jetzt den Leuten erzählst, was du da jetzt im Marv mischst. Okay. Weil Marv hier nicht so viel Auswahl hat, deswegen habe ich angefangen. Der hat hier Übermengen. Wirklich von cringe, Tabak. Wenn man nur 300 Tabaksorten da hat. Ja. Der hat hier wirklich einen Übermengen Tabak, deswegen weiß man wirklich nicht, was man mischen soll. Aber ich habe mir jetzt gerade so einen Standard-Dings-Mix selber jetzt gerade überlegt. Halt, ich weiß nicht, ob es schmeckt. Ich hoffe, es schmeckt. So arbeitet Ümit auch im Mera immer. Ja, genau. Nee, das Dumme an der Geschichte ist aber, das funktioniert bei dem halt, ne? Ja, das ist krass. Das ist Kiwi Smooth Chupa Grape mit Blurry. Okay, ja, da kann man eigentlich fast nichts mit falsch machen. Ja, da kann man auch nichts falsch machen. Also, wir haben uns gerade eine der besten Tabaksorten rausgesucht. Und ich bräuchte aber jetzt einen Stecher oder. Achso. Ja. Da müsste noch eine Gabel mit einem Pork hinten dran, ja, genau. Jetzt drückst du den Tabak nochmal an? Ja, also ich baue den extra fluffig hoch. Mhm. Und zwar halt so, finde ich, wenn man halt so stark haben möchte, dann kann man das noch fluffig dann da so lassen mit Kontakt und so alles drum und dran. Aber ich mag das halt so, ich finde, das hat mehr Rauchvolumen, wenn du den Tabak andrückst. Okay. Also jeden seinen eigenen, aber ich denke, dass es dann so ist, also dass dann ein bisschen der Durchzug dann stärker ist. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du drückst jetzt aber auch nicht zu fest an. Nee, das darfst du auch nicht zu fest andrücken, dass er keinen Durchzug mehr hat, sondern weiterhin halt so, man muss so ein leichtes Gefühl, finde ich, haben, den Tabak runterzudrücken. Da merkst du automatisch halt so, wie fest du noch da drücken musst. Okay, gut. Ja. Macht aber, finde ich, auch ein bisschen Sinn, weil je leichter du die Luft durchziehst, umso weniger Zeit ist die Luft am Tabak, oder? Das stimmt, ja. So. Das ist das erste Köpfchen. Das heißt, du baust immer mit der Hand und dann nimmst du dir einen Poker, um es zu verfeinern. Ja, genau. Also ich kann nicht, ich kann nicht mit Gabel bauen. Also geht nicht. Ich hab's probiert. Und du hast halt jetzt auch jahrelang so gebaut, ne? Ja, hab's auch probiert mit Gabel. Funktioniert nicht. Also ich verkacke immer den Durchzug da. Aber ansonsten, wenn ich da halt so mit Hand baue, da habe ich dann mehr Gefühl drinne. Ja. Wie ich dann halt so, wie viel Tabak ich in den Kopf reintun muss. Deswegen geht mit Hand zu bauen für mich. Ja, das Gewohnheit ist einfacher, ist halt die Hand drinne. So, Marv, okay. Der erste Kopf. Köpfchen, danke sehr. Bitteschön. So, das war die eine Killer Bowl. Jetzt haben wir noch zwei Cosmo Türkisch. Das sind auch so mit deine Lieblingsmehrlochköpfe, oder? Ja. Die Cosmo Türkisch habt ihr im Homera auch fast nur noch? Ja, nur noch. Halt so. Also an Pfanne habt ihr Hobo, Vandenberg, alles mögliche so? Ja, aber Merloch haben wir meistens immer dann entweder Wurstberühmtsja oder Cosmo Türkisch Bowl. Halt die beiden. Ja. So. Was baust du persönlich lieber? Persönlich lieber, halt ich rauche auch gerne Merloch, weil ich finde halt so ein Merloch ist das bisschen stärker und ich mag das halt so, wenn von Tabak her halt so die Stärke, das gefällt mir mehr und ich finde in Funnel ist es mir ein bisschen zu leicht. Mhm. Also es ist halt jeden seine eigene
Das kann man nicht sagen. Halt so für manche finden es so gut, manche finden es so gut. Halt so, das kannst du nicht den Leuten sagen. Nein, das ist unbedingt halt so. Mehrloch ist viel besser oder so. Halt so, jeder mag das anders. Ist halt Geschmackssache. Ja. Das aber ist Geschmackssache, genau. Alex wollte ja wissen, wie es bei dir ist. Ja, genau. Bei mir ist es halt Mehrloch. Ja. So, was brauchst du jetzt? Das ist Space Flavor, glaube ich. Das ist jetzt Space Flavor. Das ist halt eine Standardmischung, was ich auch überall dann halt so gerne mische. Das ist Space Flavor. Das ist, was du oft machst. Chupa Graper. Als Space Flavor, Chupa Graper. Und ich finde, was halt so, das ist dann egal, was man da reintut. Leicht halt so ein bäriges, was Bäriges. Okay, also die dritte Sorte sollte irgendwas Bäriges sein. Ja. Also es ist halt egal. Aber ich habe jetzt gerade bärig. Da ist Forest Berries von Must Age. Den Himbeere finde ich auch geil. Den Recipe? Ja. Sorry, Marv, ich mag gerade deine Dose ein bisschen dreckig. Ja. Da wird einfach nachher einmal alles grundgereinigt, was da jetzt steht. Das ist gut. Sauberkeit ist immer gut. Ja, das ist halt zum Beispiel auch der Grund, warum ich halt nicht gerne mit der Hand baue. Ne? Erstens hast du die ganze, also klar gehst du ja danach die Hände waschen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt im Stream andauernd mit der Hand bauen würde, ja, dann könnte ich meine Tastatur nicht mehr anfassen, ich könnte mein Streamdeck nicht mehr anfassen, ich könnte dann Audio pegeln, ich müsste immer erst in die Küche rennen und die Leute alleine lassen. Ich finde es auch während ich finde auch während des Bauens das einfach nervig, weil dann Gabel oder Poker anfassen, Dosen, und halt Dosen anfassen, ja, genau. Ja, das ist halt, das finde ich auch ein bisschen, halt so bei mir, halt so bei uns im Laden, wird meistens halt, die Dosen sind ziemlich dreckig, weil ja, ich da hängt halt dann außen alles Mögliche dran. Ja, aber immer, wenn ich mir mal bei euch einen Kopf selbst baue, muss ich immer 5-mal Hände waschen. Safe, mindestens. Ja, mindestens. Am liebsten würde ich einmal vorher die Dosen raussuchen, die ich benutzen will, dann alle sauber machen, ja, und dann Kopf bauen. Mittlerweile, ich habe jetzt so damit angefangen, das so zu machen, dass ich dann wirklich, ich gucke, was für Kopf ich dann bauen muss. Halt so, was für ein Tabak gerade verlangt wird, halt so, was für eine Mischung. Mach zuerst dann die Dosen. Vorher habe ich das so gemacht. Du nimmst angefangen, die erste, hast gebaut, dann nimmst du die nächste und saust die ein und jetzt nimmst du die alle drei. Ja, genau. Halt so, jetzt versuche ich alles auf einmal. Halt so aufzumachen. Und dass ich dann alle Tabaksorten vor mir habe und dass ich die ganzen Dosen nicht dreckig mache. Ja, macht Sinn. So, zweite Nummer Kopf. Zwei, das war für den Alex. Da hast du jetzt, kannst du ungefähr das Mischverhältnis sagen? Wir haben Space Flavor. Space Flavor, das war ungefähr jetzt gerade 40% Space Flavor. Mhm. Dann war da so auch 40%, halt so 30% Chupa Graper. Mhm. Und Rest war dann der Himbeere von Mastiff. Recipe. Ja. Recipe. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Der war von Alex, ne? Nice. Cool, habe ich auch eben schon nebenbei gelegt. Geht auch schon an. So. Was rauchen wir? Ja. Ich beim eigenen Kopf überlegt er tatsächlich mal. Weißt du, er schmeißt ja nicht einfach nur drei Sachen zusammen. Ja, natürlich. Das ist heute mein erster Kopf. Ich glaube, ja, für uns auch, oder? Ja, für mich auch. Ja. Bei euch beiden weiß man nicht. Manchmal haben wir irgendwie so. Muss immer nach vorne zum Mikro gucken. Ah, okay. Ich finde es eigentlich fair, wenn Ümit einfach einen Virginia Mix raucht, oder? Hallo, kein Virginia Hate hier. Der ist ja kein Hate, aber das wäre ja. Ja, aber das kommt so rüber, als ob das eine Bestrafung wäre, Virginia zu rauchen. Für Ümit persönlich wäre es eine Bestrafung, wenn er jetzt Virginia raucht. Für uns alle persönlich wäre es halt nicht so das erfüllende Köpfchen halt. Das stimmt, ja. Wir sind halt einfach Nikotinsuchtis. Ja, finde ich auch. Doch. Ja, können wir gleich auch noch mal in Ruhe drüber reden. Hast du dich entschieden, was du dir machen möchtest? Ich habe seit langem nicht mehr was mit Blurry geraucht, aber weiter weiß ich nicht mehr. Perfekt. Also auf jeden Fall fängst du schon mal an mit dem Blurry. Ja. Okay. Es ist auch gerade ein bisschen komisch, auch zu bauen, weil das Mikro ist irgendwie vor mir und dann das Licht, die Kamera, du musst immer an der speziellen Position sein. Ja, das ist schon gerade ein bisschen schwer auch zu bauen, halt so, wie man gewohnt ist. Denken auch immer viele Leute, ich finde das geil, so zu bauen. Nee, das finde ich gar nicht. Aber das ist halt einfach nur, ich habe mir angewöhnt, so zu bauen, weil man es so halt dann gut im Stream sieht. Ich wollte gerade sagen, für die Leute ist es geil, aber für einen selber wird man auf safe anders bauen. Du sitzt da komisch dran, du musst nach vorne übergebeugt sein, dann hast du links ein Stativ fürs Handy hängen, du hast ein Mikrofon vorm Gesicht hängen, du hast ein fettes Ringlicht oben drüber, dann ist da noch eine Kamera hingewurschtelt.
Es ist schon sehr komisch, so zu bauen, wenn man es nicht gewohnt ist. Ich habe mich jetzt halt über die Zeit dran gewöhnt. Es ist wirklich nicht einfach, sagen wir mal so. Es macht es einem nur schwerer. Aber man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Ja, das stimmt. Ja. Und ist halt am Ende des Tages unser Job, das zu zeigen. Also, it is what it is. Ja. So, was machst du dir dazu? Ananas-Schock. Oh, nice. Von Blackburn. Der ist auch wirklich zu geil. Und ist, glaub ich, auch mein Liebling Blackburn, immer noch. Ananas-Schock, dein Lieblings-Blackburn? Ja. Krass. Ich wüsste gar nicht bei mir. Ich glaube Green Tea. Ja, bei mir auch. Bei mir ist Real PF ist von Blackburn. Green Tea, bei mir auch. Real PF. Du hast Green Tea gesagt? Oh, sorry. Ja, ich habe Green Tea gesagt. ich habe Real PF verstanden. Aber Real PF ist auch sehr strong. Ja. Also, so. Wie hast du bei dir das Mischverhältnis gemacht? Das waren auch ungefähr 40% Blurry. Ja. Ungefähr 35 bis 40% Ananas-Schock. Mhm. Und das Rest war dann halt Real PF. Ich finde, Real PF sollte man auch ein bisschen weniger reintun, weil es auch viel, halt so richtig intensiv ist. Ja, der ist wirklich krass intensiv. Intensiver halt als die anderen Tabaksorten. Deswegen sollte man das immer ein bisschen weniger reintun. Ja, würde ich auch sagen. Real PF ist schon ein sehr, sehr intensiver Flavor, gerade im Vergleich zu Flurry zum Beispiel. Ja, wenn man es auch so vergleichen tut, zum Beispiel, wenn du Tabak mit zum Beispiel Kaschmir, jeder weiß, wie zum Beispiel, viele wissen, wie Kaschmir extrem intensiv ist. Ja. Und wenn du das sogar mit denen zusammen mischst, schmeckst du immer noch den Real PF da schon extrem raus. Ja, wohl Kaschmir auch sehr, sehr prägnant ist. Ja, deswegen sage ich ja halt, also weil es auch trotzdem so eine... So. Der Köpfchen. So, der Köpfchen. Das ist dein Kopf? Ja. So, dann haben wir jetzt alle drei Köpfchen fertig gebaut. So, Leute, und jetzt muss ich in die Küche. Der Immelt muss Hände waschen, ich kümmere mich um die Kohle und wir sehen uns dann gleich wieder im Pass. Wenn die Köpfchen an sind. So, Kopfbau habt ihr gesehen, da sind wir wieder. Wie geht's uns, haben wir auch durch. Und dann ist die Frage, machen wir noch einmal Setups. Genau, die Mixes habt ihr ja eben gehört, aber nochmal was unter den Pfeifen ist. Unter den Köpfen. unter den Pfeifen ist ein Tisch, aber einmal was unter den Köpfen ist. Genau, aber vielleicht auch direkt vorneweg. Der Podcast wird gesponsert von Mose, deswegen an dieser Stelle Werbung. Und vielen Dank an Mose natürlich für das Sponsern des Podcasts. In diesem Sinne habe ich mir natürlich auch die Mose Priest Die Breeze Pro. Ich wollte gerade dreimal Tu sagen im Kopf. Sag nicht Tu. Mose Breeze Pro ausgesucht. Das Ganze auf der Bowl, die ich jedes Mal benutze und trotzdem nicht den Namen lerne. Azure Flow, Flow Arc, glaube ich. Genau. Ich glaube auch. Ich kann mir das auch nicht merken. Also ich kann mir von den ganzen Caesar Bowls die Namen kann ich mir nicht merken. Ich bin ja auch richtig schlecht drin. Also so ein paar kenne ich, wenn ich da drüben hingucke. Wir haben eine Drop Spikes Clear, wir haben eine Wildcut von Mose, wir haben eine Drop Spikes Black, wir haben eine Million Cut Azur, dann die VUCA, hier vorne ist noch die Hoarfrost Down Clear. Die Fan Cut. Die Fan Cut in Blue, die Ice Cut von Mose. Ja. Und die Million Cut Small Black von Ocean X Caesar. Aber so ein paar lerne ich einfach. Die vor allem diese, vor allem diese neueren ja. Fancy-Modelle, nicht diese klassische Reihe von Caesar, kriege ich teilweise auch noch nicht auf die Kette, ja. Auf jeden Fall das Ganze in Plau gehalten. Obendrauf eine schöne Cosmo Türkisch Bowl. Mix habt ihr ja gerade eben bei Image schon gesehen. Dann habe ich mir einen Edelstahl-HMD, einen Nakrani ausgesucht, drei Zauberwürfel drin. Und ich muss sagen, Mix schmeckt sehr, sehr gut. Das freut mich. Mal wieder zwei gute Image-Spezials hier am Zaubern. Ja. Image-Spezial müssen wir, glaube ich, auch gleich nochmal erklären für alle, die das noch nicht wissen. Was hast du dir geschnappt, Image? Oder was wurde dir geschnappt? Soll ich es einfach schnell sagen? Der Alex hat im Image schon eine Pfeife vorbereitet, weil der Image auf dem Weg noch einen Platten hatte. Ja. Also seid froh, dass es die Folge gibt. Ja. Wir hätten die fast verschieben müssen, gefühlt. Der Image kam auch erstmal mit einer Rewe-Tüte an und hat Kekse mitgebracht und Brownies und Red Bull und Powerade. Und Proteinriegel für mich einfach. Proteinriegel für Alex. Ja. Seitdem ich Alex kenne, ist er macht Fitness, aber da hat sich irgendwie nichts daran geändert. Ja, ich bin einfach immer noch fett. Nein, fett würde ich nicht sagen. Mollig würde ich sagen. Perfekt, danke dir. Übrigens, Ümit kam auch schon mit der Ambition hier rein, dass er mich eigentlich den ganzen Cast nur fertig machen will.
Also, dass ihr schon mal. Haben wir gesagt, wenn das das Bild ist, was du von dir selbst malen möchtest, go for it. Ja. Ich hoffe, dass die Folge auch dann im Omera ausgestrahlt wird. Ne? Können wir gerne machen. Ja, also ich habe dir auf jeden Fall die Alpha Hooker X Stratos ausgesucht. Darunter eine schöne Tropfenball. Und du hast ebenfalls obendrauf, wie ihr schon gerade im Kopfbau gesehen habt, eine Cosmoball Türkisch. Du hast dich für ein Alu am HMD entschieden, also den Onmo. Auch ebenfalls 3 Zauberwürfel drin. Und wie schmeckt dein Kopf? Lecker. Sehr, sehr lecker. Aber dein HMD ist so leicht schief. Das habe ich auch gesehen. Und ich wollte das nicht anfassen. Ja, anfassen ist schlecht, aber ja, mit dem Edelstahl-Mundstück ist okay. Ja. Bei mir ist okay. Ja. Ist ein ganz kleines bisschen Schepp. Ja, passt schon. Funktioniert. Ne? Genau, Setups haben wir durch. Ich würde sagen, wir fangen einfach. Ach so, ja. Ich habe die MadPair. Die MadPair Classic M Ball. Die habe ich jetzt die letzten 2 Wochen relativ viel geraucht. Ich weiß gar nicht, haben wir zu der schon Fazit im Cast? Nee, ne? Im Cast haben wir noch gar nichts dazu gesagt. Du also, hast, glaube ich, ein Stream-Review dazu gemacht. Gestern habe ich im Stream mein Fazit zu der Pfeife nach 2 Wochen fast Dauerrauchen aufgenommen. Kurz für euch, Verarbeitung ist top. Design ist Geschmackssache. Ich finde sie schön, ich finde sie clean. Es ist mal wieder irgendwie was, es ist so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen an wie Back to the Roots. Ich finde persönlich das Rauchverhalten von MadPair allgemein sehr, sehr geil. Also ich habe ja die MadPair Mini zu Hause. Ich liebe das und ich habe jetzt... Weißt du, warum ich nicht die Mini genommen habe? Weil man den Diffusor nicht abmachen kann. Ja, verstehe ich. Und das hat mich, also normal wäre ich auch, ich mag ja kleine Pfeifen eigentlich auch viel lieber. Aber dass ich den Diffusor nicht abmachen kann, hat mich dann tatsächlich bei der M rausgebracht. Ich habe auch die jetzt bei Stefan 1-2 Mal probiert und ich finde die auch ohne Diffusor, mit einem schönen Wasserstand, das macht einfach Spaß, die zu rauchen. Das hat einfach mal wieder, ja, so wie du es beschrieben hast, so Back to the Roots irgendwas mäßiges. Ja. Also macht einfach Spaß. Also es ist ein bisschen paradox, weil die Pfeife kostet mit einer Standard-Steckball 250 Euro. Sie ist relativ schwer zu bekommen. Ich habe meine von Shisha Dome. Da könnt ihr auch Code SWG10 benutzen. Ich weiß gar nicht, hast du auch einen Code bei Dome? Okay, geil. Ich kann nur für meinen Code Werbung machen. SWG10 bei Dome. Und da gibt es die MadPair. Also das Komische an der Pfeife ist, sie ist optisch nichts Besonderes. Sie ist clean und schön, ja, aber mehr nicht. Sie ist von den Features her super basic. Ich meine, es gibt nicht mal irgendeinen fancy Blow-Off. Nein, nada. Ganz maler Standard-Blow-Off eigentlich. Standard-Blow-Off. Es ist cool, dass du direkt eine Steckball benutzen kannst. Und es gibt auch noch Schraubballs von MadPair, die ich übrigens auch sehr geil finde und mal was anderes ist. So ein bisschen das Konzept wie Union, der Fibonacci. Ja, genau. Aber das Rauchverhalten ist so geil, dass ich so oft zu dieser Pfeife greife. Also ich kann euch nicht mal genau erklären, warum ich die so geil finde, aber das Rauchverhalten ist geil. Sie ist easy zu reinigen, sie ist clean. Es macht einfach Spaß. Ja, bin ich voll bei dir. Sehe ich genau. Aber ich könnte auch keinen Punkt nennen, warum die jetzt so krass ist, außer das Rauchverhalten, was einfach Spaß macht. Ja, wenn du versuchst, rational zu erklären, warum jemand 250 Euro für diese Pfeife ausgeben sollte, gibt es kaum Punkte. Ja. Aber am Ende des Tages muss ein Pfeifenkauf auch nicht immer rational sein. So, worum geht's? Spaß am Rauchen. Ja. Spaß am Shisha-Rauchen. Und wenn du das hast mit der Pfeife, und das habe ich, dann ist das Geld okay ausgegeben. Das heißt, ich bin eigentlich happy mit der Pfeife. Wenn ihr das ausführliche Fazit hören wollt, schaut euch gerne nochmal das extra YouTube-Video dazu an. Wenn die Podcast-Folge online kommt, sollte das Video auch auf jeden Fall schon online sein. Yes. Genau, das ist mein Setup. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, ganz klassisch. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du dir gesagt hast, ich werde Hookermaster? Oh, das ist sehr, sehr, sehr lang. Das sind schon, wenn ich mich wenn ich mich jetzt nicht so irre, ist schon jetzt locker, das war vor 14 Jahren, kann man sagen, ungefähr, so Pi mal Daumen. Halt, ich war da 21. Ich habe dann Shisha-Bar gesessen, halt so habe meinen Kopf geraucht. In welche Bar bist du damals immer gegangen? Damals in Simba. Ja. Damals bin ich immer in Simba gegangen und... Noch von Atschmal und Patrick. Ja. Da ist das, by the way, auch die Bar, wo ich meine erste Shisha jemals, also meine erste gescheite Shisha jemals geraucht habe. War, glaube ich, früher auch eine der bekanntesten Bars hier im Umkreis, würde ich sagen. Ja, safe. Immer noch, würde ich sagen. Ja, immer noch. Mittlerweile gibt es halt super viel, aber früher war es wirklich eine der, also ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie wirklich, weil es noch nicht so viele gab und weil sie dafür schon sehr, sehr gute Köpfe hatten. Safe. So, dann hast du im Omera gesessen, perfekt. Hast du in der Simba gesessen? Ja, hab in einem Zimmer gesessen. Also davor hatte ich schon immer so Interesse. Das hat mich so angezogen, so Köpfe zu bauen. Ich fand das halt immer so interessant.
Hattest du da schon eine Pfeife zu Hause? Da hatte ich, ich nicht. Ich habe dann damals, wo ich auch mit Shisha rauchen angefangen habe, wir waren in Kerb. Also Kerb ist bei uns so Volksfest, ne? Ja. Rummel, Kerb, ja, genau. Wie auch immer das ja, bei genau. euch heißt, ne? Und da haben wir bei Lose, haben wir dann eine kleine Pfeife gewonnen. Geil. Ja, da haben wir wirklich eine Lose, haben wir dann eine kleine Pfeife gewonnen. Haben wir das dann so mitgenommen nach Hause zu einem Kollegen. Sind dann in den Shop gegangen. Haben dann zwei kleine Päckchen, haben wir dann gekauft. Sind dann nach Hause, haben dann einen Kopf gebaut. Also wir wussten auch nicht, wie das da funktioniert. Wahrscheinlich so diese mussten. Typischen Nackler-Päckchen, ja, ja, diese genau. trockenen Nackler in einem China-Head dann. Vom, ja, genau. Von der Pfeife selber. Ja. Noch Haushaltsalu, eine Lage ja, drüber, ja, eine genau. Selbstzünder drauf und Abfahrt. Geil. Also wie ja. eigentlich jeder früher angefangen hat. Ja, ja und... Aber ich glaube, nicht jeder hat seine erste Pfeife auf der Cap gewonnen. Das stimmt. Nein, ja, das ist schon wild. Also das ist dann so... Und dann haben wir dann einen Kopf gebaut, haben das dann geraucht, halt so mit auch diesen Selbstanzünder, Kohle. Und war geil? Wenn ich jetzt so überlege, halt so damals, das hat uns geschmeckt, halt so, das war geil. Ja gut, wir damals hatte man noch keinen Vergleich, ne? Ja, wir haben so daran gezogen, auch wenn man kommt da so Rauch raus, du denkst dir, wow, was ist das? Das ist kein Zigaretten. Halt so, rauchen habe ich bis jetzt noch nie, halt so Zigaretten bin ich auch nicht dafür. Ich glaube, wir alle, ne? Doch, ich hab früher so auf Partys, so diese typische Party. Ah, ja. Du warst so ein Bad Boy, ja? Richtiger Bad Boy war krass, ich, ja. Krass, Alex. Ja, okay, wir beide sind auf jeden Fall zigarettenfrei. Ja, also empfehle ich auch. Schwach, mal. Alex. Nee, würde ich auch gar keinen empfehlen, es gibt dir einfach nichts. Und da war dann halt so ein Geschmack da. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, was für ein Geschmack das war, aber... So, wenn ich mal raten könnte, es war entweder war das dann Honigmelone oder Wassermelone. Damals es gab Zeit. Ja damals eigentlich auch nur Melone, Traube, Zitrone, Orange, Blaubeere. Und dann Blaubeere ist Apfel. Sehr spät rausgekommen Apfel, ja. auch noch. Was? Blaubeere ist später rausgekommen. Ich kann mich sogar sehr gut nach daran erinnern, wo Blaubeere rausgekommen ist und wo wir das dann uns geholt haben. Echt? Für ja. mich ist Blaubeere so eine richtige OG-Sorte. Ja, so also eine richtige Standardsorte von ja. früher, ja. Und aber gut, ich habe ja dann, wann war das? Vor 14? Nee, wann war das mit der Cap? Weißt du das noch ungefähr? Wann bist du denn geboren überhaupt? 88. Ich und weißt du noch? Ungefähr mit 19, entweder war das mit 19 oder 20, habe ich da angefangen, Shisha zu rauchen. Das war das mit der Kerb? Ja. Okay, krass. Also, und danach habe ich dann so angefangen, Shisha-Bars zu gehen und alles so drum und dran. Und ich saß dann halt so irgendwann, saß ich in Simba. Da bin ich dann öfters dann auch hingegangen. Und hat mich dann, der Patrick hat mich dann gefragt, hey, hattest du Lust, morgen zu arbeiten? Ich so, wie? Ja, hättest du Lust, hier morgen zu arbeiten? Ich sag so, ja, okay, gut, warum nicht? Aber einfach so, kannt ihr euch schon irgendwie? Ja, wir kannten uns ja dort halt so. Ich war ja regelmäßig dort. Okay. Also warst Stammgast in der ja. Simba, hast den Patrick ein bisschen kennengelernt ja, und dann genau. war der so, also, ey, könntest du mir morgen helfen? Ja, genau. Und da hat mich dann gefragt, kannst du mir morgen helfen, weil bräuchten morgen dann Hilfe? Hab ich gesagt, ja, warum nicht? Und so hat's angefangen. Und da habe ich dann 5 Jahre lang, 4 Jahre. Also, Jahre wie lang. War dann der erste Arbeitstag? Oh, das war sehr anstrengend. Das war sehr, sehr anstrengend. Ja, vor allem, du hattest ja auch noch nicht so viel Erfahrung, was so Köpfe an, also, bauen Köpfe ging, bauen oder? Habe ich ja am ersten Tag, also ich habe die ersten, besser gesagt, die ersten Monate oder halbe Jahr, sage ich mal. Ich habe auch da keine Köpfe gebaut, nur ab und zu für mich oder für einen Kollegen, der gekommen ist und gesagt hat, damit kannst du mir einen Kopf bauen, war das dann so die ersten halbe Jahr. Und also das war, bevor du gearbeitet hast, bist du schon ab und zu mit Patrick in die Küche und hast auch mal ein Köpfchen gebaut. Ja, genau. Ja. Also hab mir dann selber immer dann einen Kopf gebaut. Und also hast du schon ein bisschen Erfahrung vor dem ersten Tag. Es war nicht so, dass du dir zweimal so einen Selbstzünderkopf auf die Kerbpfeife ja. gepackt hast und dann da auf einmal Köpfe bauen durftest. Ja. ja. Also ab und zu Übung und dann der erste Arbeitstag in der Shisha-Bar. Ja, genau. Und so hat es dann halt angefangen. Und es ging dann weiter. Und es hat dann nach ein paar Jahren konnte ich dann schon dann selber dann halt Köpfe bauen. Also da war dann so, dass der Patrick mir dann sozusagen gelassen hat. Also, da hat der Patrick gesagt, ey, deine Köpfe sind jetzt so gut, ich kann dich auch alleine lassen beim Kopfbau. Ja, also... Wie lange würdest du sagen, hat das gedauert, bis du den Kopfbau wirklich perfektioniert hast? Damals war ja noch alles KS Apo und Kamin, oder?
wahrscheinlich nicht Kreisapo, das war noch Tonkopfkamin. Ja, Tonkopf, nein, das war kein Kamin, das war noch so ein Metallaufsatz. Erst war das nur mit Alufolie, ja. Erst haben wir das dann mit Alufolie. Ja, für alle, die das vielleicht nicht kennen, es gab tatsächlich eine Zeit vor Kamin-Setups. Ja. Ja. Ja, das war dann mit Alufolie, also da haben wir dann immer die Kohlestücke, das waren immer noch die gleichen Kohlen, die wir jetzt haben. Ja. Mussten wir die dann sozusagen in zwei teilen, dass wir dann Habt ihr die Kohle sogar kleiner gemacht? Ja, man muss, weil wenn du so eine Kohle drauf gemacht hast, das, war zu heiß. War zu heiß, ja. Ist dann direkt verbrannt. Ja, und früher gab es halt auch noch nicht so viele Kohlearten. Da gab es halt so typischen die C25er, denke ich mal. Ja, genau. Ja. Früher hatte jeder einfach Tom-Kohle. Ja. Tom war Coco, eigentlich so die Coco Brico. Coco Brico, stimmt. Ja, war eigentlich so die einzige so Kohle, die es gab. Special war es, wenn du so Bambuskohle mal irgendwo hast, aber die war scheiße. Genau. Ich hatte die auch mal Bambucha Bambucha. Digga, die waren so für den Arsch. Ich habe mal, als meine Kohle leer war, habe ich keine Kohle mehr bekommen. Dann habe ich Bambucha gekauft. Digga, waren die für den Arsch. Ich glaube nichts hat so sehr wie sonst was. Alter. Und keine wirklich. Hitze. Also erstens waren die halb so groß wie eine normale 26er Kohle jetzt. Und das, was dann an Hitze rauskam, war fast nichts. Und die Asche war wirklich fünfmal mehr als jetzt bei der normalen Kohle. Ja. Die waren wirklich komplett für den Arsch. Also gut, aber zum Glück gibt's sie nicht mehr. Ja. So, dann hast du deinen ersten Tag in der Simba rumbekommen. Dann hat der Patrick gesagt, oh, das war gar nicht scheiße, das machen wir häufiger. Ja, da hat er mich dann gefragt, kannst du jeden Wochenende, Freitag, Samstag, kannst du dann kommen? Da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Halt so, hat mir auch Spaß gemacht. Und da hattest du aber noch einen Job nebenbei. Ja, da hattest du auch einen Job nebenbei. Halt so, ich hab also einen anderen Montag, Vollzeitjob. Ja, genau. Montag bis Freitag habe ich dann ganz normal einen Vollzeitjob gehabt. Und Freitag nach der Arbeit musste ich dann dahin. Und Samstag war dann ganz normal. Und Sonntag hatte ich dann halt frei. Also nur einen freien Tag die Woche. Ja. Wie lange ging das so? Ups. Wie lange ging das so? Halt so, in Simba ging das dann knapp so viereinhalb Jahre. Hast du auch während der gesamten Zeit auch nur am Wochenende gearbeitet und hast du irgendwann deinen Job gekündigt und hast Vollzeit in der Simba angefangen? Nee, ich habe nur Wochenenden habe ich dann in Simba halt und Shisha-Bars habe ich dann gearbeitet. Das war ja auch nicht die einzige Shisha-Bar, wo ich gearbeitet habe. Wo bist du dann als nächstes hin? Ich bin dann in Aschaffenburg, Memories. Da war ich dann. Dann von da aus bin ich dann ins Babus. Da war ich dann halt... Babus war Offenbach? Babenhausen. Nein, Babus war in Babenhausen. Da war ich dann da für... Das war nur vorübergehend für 3 Monate, 4 Monate war ich dann dort. Und irgendwann war ich dann halt auch dann in Wiesbaden. Mhm. In Monami. Krass, also warst du... Du warst in der Simba, dann warst du in Memories, dann warst du in Babus, dann warst du in Wiesbaden. Ja. Und dann kam erst Sumera? Dann war, genau, halt so, während ich auch in Wiesbaden war, hat auch damals die damals halt Sumera geöffnet. Ja, aber wie war das nochmal? Ich war dann halt nicht mit drin, also das war dann von meinem Cousin und einem Kollegen. Also Umut ist der andere Inhaber, ihr seid jetzt zu zweit. Ja, genau. Und vorher hat er es aber mit jemand anderem gemacht. Ja, genau. Und der ist dann rausgegangen und dann hat Umut dich gefragt, wollen wir das nicht zusammen machen oder wie war das? Wie kam das, dass du dann in Sumera bist? Wie ich dann ins Sumera kam, war das dann halt so, der Kollege hat dann zu mir gesagt, halt so, dass er das nicht mehr weitermachen möchte. Mhm. Der hat einen Sushi-Laden und der konnte es beides dann nicht gleichzeitig machen und hat er gesagt, ey, hier, wie wär's, wenn du da mit reinkommen würdest? Und da hat dann Umut mich dann darauf angesprochen. Wie lange gab es das Sumera da schon? Also wann hat das Sumera offiziell geöffnet und wann wurdest du gefragt, ob du dann mit einsteigen möchtest? 2017. Hat das Sumera geöffnet? 2017 hat Sumera geöffnet. 2018, März, bin ich dann... Okay. Und dann auch direkt Vollzeit oder immer noch Nebenjob? Nebenjob. Nebenjob. Und seit wann bist du Vollzeit Hookah-Master im Sumera? Das war 2019... Ja, also auch ungefähr so anfangen. Also ein Jahr hast du im Sumera am Wochenende die Köpfe gebaut? Nee, ich war auch halt so, trotzdem war ich auch noch mitten in der Woche da, aber nur für 3 Stunden, 4 Stunden. Okay, krass. Also hast du dann ein Jahr lang Vollzeitjob und noch kompletten Teilzeitjob im Sumera? Ja. Das waren doch dann auch bestimmt gute 60, 70 Stunden die Woche, oder? Ja, schon. Halt so, ich bin dann halt so...
das ist ja nicht das Einzige. Zum Beispiel, wenn ich dann aufgewacht bin, musste ich ja noch Sachen erledigen für den Laden, alles so drum und dran, bis ich dann dahin gekommen bin. Und dann abends dann hatte ich dann immer Nachtschicht. Ein Jahr lang hatte ich immer Nachtschicht und musste dann von da auf die Arbeit. Du warst erst im Humera und dann auf der Arbeit? Ja, und danach auf die Arbeit bis 6 Uhr morgens. Wie war dann da ein normaler Tag? Wann bist du dann aufgestanden? Wahrscheinlich relativ spät, wenn du Nachtschicht gearbeitet hast? Bin immer so, trotzdem so gegen 2, 3 Uhr bin ich dann halt aufgewacht. Mhm. Hab dann was gegessen und so alles drum und dran. Musste meine Sachen erledigen und dann musste ich dann damals war es ja so, dass wir um 18 Uhr aufgemacht haben, nicht um 16 Uhr. Ja. Und dann 18 bis wie viel Uhr? Wann hat deine Nachtschicht angefangen? Meine Nachtschicht hat um 9.30 Uhr hat's angefangen. Mhm. Also warst du kurz Stunden im Humera? Ja, halt so 3 Stunden, weil ich war kurz vor bis 9 ja. war ich dann da. Von da bin ich dann direkt auf die Arbeit, hab dann direkt dann angefangen. Und ja. Wann warst du dann daheim nach der Nachtschicht? Ich hatte 6 Uhr morgens dann Feierabend. Boah. 6 Uhr morgens hatte ich dann Feierabend. Also so um 7 im Bett? Halt so, ja, so ungefähr 7 Uhr war ich dann im Bett. Halt so 6:30 Uhr bis dann halt nach Hause duschen. Ja. Und man isst manchmal in Kleinigkeit. So 7 Uhr war ich dann im Bett und bis 2 Uhr mal 2, 3 Uhr geschlafen. Krass. Dann war das doch bestimmt ein geiler Moment, als du irgendwann sagen konntest, okay, ich mache jetzt Vollzeit Humera, oder? Ja, war es auch. Dann konnte ich auch länger schlafen. Ja, gut, also ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, immer erst um 6, 7 Uhr ins Bett zu kommen, um 2 wieder aufzustehen, das ist ja nicht lange. Ja, das ist halt so, es war auch anstrengend, aber ich muss das halt leider machen, weil jeder, der überhaupt einen Laden aufmacht, weiß es auch, dass der Laden nicht am Anfang an läuft. Ja, klar. Halt so, ja, du machst ja nicht einen Laden auf und auf magische Art und Weise ist der ja, genau. Full. Ja. Ja, genau. Und das war es auch bei uns. Und ja. Und dann kam aber 2018. Und du warst Vollzeit-Hooker-Master. Ja, 2019 war es dann halt Vollzeit. Vollzeit. Ja. 19 war es dann Vollzeit, das stand dann komplett nur... Wie sieht seit 2019 so ein Arbeitstag bei dir aus? Also wenn du einfach mal jetzt einen stinknormalen Tag, wie würde das bei dir ungefähr aussehen? Wann stehst du auf? Halt, das ist unterschiedlich, wie lange ich im Laden chille, ja. Wie ich halt so... wie viele Köpfe ich Feierabendkopf rauche. Ja, und vor allem, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ihr am Wochenende, dass ihr unter der Woche ja bis um 1 Uhr offen habt, ja, offiziell. Genau. Und am Wochenende bis 3 Uhr offiziell. Ja, genau. Wobei das mit dem offizielle Öffnungszeit. Deswegen habe ich das extra dazu gesagt. Also da kann ich nur erzählen, als ich damals, das war beim Studium und dann kam es halt auch mal vor, dass ich irgendwie Donnerstag nachts schon wieder hier daheim war. Und dann bist du ins Humera gegangen und um 1 Uhr wurden zwar die Rollläden runtergemacht, aber dann habt ihr euch noch schöne Folge One Piece angemacht, ja. Jeder baut sich noch ein Köpfchen und dann haben trotzdem noch so zwischen 5 und 10 Leute im Humera ja. gesessen, ja. Pfeife geraucht, Serie geguckt. Also es ist auch schön, wirklich mit Freunden da zu sitzen, wenn man es auch Feierabend hat, wirklich einfach nur chillen, relaxen, Film gucken oder Spiele spielen, Kartenspiele. Aber was ich mich dann immer frage, wenn du jetzt dein Feierabendköpfchen rauchst und jetzt noch weiter im Humera bleibst, kannst du da wirklich abschalten, weil es ja trotzdem dein Arbeitsplatz ist im Endeffekt? Doch, man kann abschalten. Wenn du da wirklich dann einen Film anmachst und da liegst und einfach nur chillst und Shisha rauchst, ich sehe das wirklich nicht so extrem wie ein Arbeitsplatz, weil es mir so sehr Spaß macht, glaube ich, dort. Und deswegen, ich weiß nicht. Man muss, glaube ich, auch beim Humera nochmal dazu sagen, das ist nicht so eine 0815. Durchgeplante, ja. hochkommerzielle Shisha-Bar. Da sind so viele Leute, die du kennst, so viele Freunde ja. kommen vorbei. Ja, genau. Leute, also, die man über die Jahre kennenlernen und auch zu Freunden werden. Ich würde auch fast sagen, Humera sind 90% eigentlich immer Stammkunden. Also, wenn ja. du zu Humera gehst, ja. kennst du eigentlich den halben ja. Laden. Du gehst rein, immer. Du kennst fast alle vom ja. Sehen, ja. Man ist ja. jetzt nicht jeder, ist nicht jeder jetzt Buddy so, aber. Nein, aber du kennst ja. vom Sehen, du weißt, dass ja. die da regelmäßig hingehen und ja. dass es einfach Stammkunden sind. Ja, also ich glaube, das ist schon ein anderes Feeling, wenn man regelmäßig ins Humera geht, als das jetzt in einer anderen Shisha dabei ist, wo du nur irgendein Kunde bist oder auch wo du dann nur random Kunden hast, ja. die halt nicht ja, jeden kennt, zweiten man Abend kommen. Die ganzen Kunden kennen, das ist so halt. Ja. Ich kenne nicht jetzt jeden Kunden mit einem Namen. Klar, jeden das, kannst du, also kannst ja auch nicht 2000 Namen merken. Ja, deswegen halt so, aber ich kenne schon wirklich sehr, sehr viele Kunden und man ist schon mittlerweile gut mit denen. Halt so, das ist dann irgendwie. Es ist anders. Halt, die Kunden sagen das selber, wenn die hier hinkommen, halt unsere Stammkunden, die sagen, die können auch alleine
in welchem Bar. Also es gibt auch viele andere Bars, die dann so sind. Aber da kommen wirklich Leute alleine dahin und setzen sich dahin und rauchen ihre Pfeife, weil die wirklich auch andere Leute dann da sich also kennengelernt haben. Ja, manchmal guckt man irgendwas auf dem Fernseher, man daddelt was am Handy, manchmal spielt man mit irgendjemandem spontan eine Runde Backgammon, Tafla oder Schach oder so, setzt oder sich Monkey zu einer anderen Gruppe dazu oder Monkey, ja, das ist so euer Ding. Ja. Nee, das ist im Omera schon ganz cool. Aber wenn du jetzt mal so ein, so ein, versuch mal so einen Standardtag. Also die Tage, die du so am häufigsten hast, wann stehst du da auf? Was würdest du sagen, ist so der Schnitt? Schnitt ist halt, weil wann ich ungefähr aufstehe, ist so zwischen 12 und 2 Uhr. Also so dazwischen stehe ich immer auf, stehe dann auf, frühstücke, aber halt so nicht direkt aufstehen, weil ich noch selber im Bett für eine Stunde rumliege. Du bist so ein kleiner Morgenmuffel, ne? Ich kann nicht direkt aufstehen, das ist schon so eine Sache. Also ich brauche wirklich, wenn ich direkt wach bin, ich brauche ungefähr eine halbe Stunde, Stunde im Bett. Ich lieg da es gibt auch wirklich keinen Mensch, der verklatschter ist, wenn man dich irgendwie mal mittags anruft oder so. Ja? Hallo? Marvin, hallo? Du bist gerade aufgestanden. Ja? Ich meine, wir saßen gestern ja auch hier und wollten dann die nächste Podcast-Folge planen. Wir gucken so auf die Uhr. 1:30 können wir immer schon anrufen? Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Hast dann halbe, dreiviertel Stunde später hast du zurückgerufen. Wahrscheinlich hat er so im Bett gesehen, Marvin ruft an, wegdrücken. Alex ruft an, wegdrücken. Nee, und das habe ich, hab ich wirklich nachhinein gesehen, dass, dass du, Alex und sogar Freundin haben angerufen. Und dann gab es Ärger? Sie war an erster Stelle, Jungs. Ich sag mal so, ich musste mich als erstes bei ihr melden. Ja, ist okay. Ja. Erstmal den Kopf saven. Ja. Ist wichtiger. Und okay, danach, dann stehst du auf. Stehe ich dann auf, halt so Frühstücke. Nach Frühstück, halt so, ich muss dann 16 Uhr den Laden aufmachen. Das ist mitten in der Woche. Also mitten in der Woche machen wir 16 Uhr auf. Und wenn ihr um 16 Uhr aufmacht, wann bist du in der Regel da? Ich versuche ungefähr 15 Minuten vorher da zu sein. Halt so, das dauert nicht lang. Ich muss dann die Cola anmachen. Wir machen schon abends, werden schon alles komplett vorm vorbereitet. Also, wir kommen ja dann noch zum Feierabend. Wie? Wir kommen ja dann noch zum Feierabend in deinem normalen also Tag. Auch, wenn ihr also, auch du musst keine Pfeifen putzen, weil die sind morgens clean. Ja, genau. Halt so, abends werden dann, bevor man auch rausgeht, die ganzen Pfeifen sauber gemacht, dass man dann nächsten Tag zum Beispiel, wenn man kommt, dass man danach wirklich dann nichts machen muss, einfach und nur Kohle anmachen muss. Kohle macht ihr an, erstmal mit dem normalen Anzünder eine Ladung, kommt die in den Ofen. So 10, 15 Kohlen auf dem Herd drauf machen, das anmachen und das schmeißt du dann halt in den Ofen rein und tust dann ein paar Stück noch dann drauf. Und dann läuft das so den ganzen Abend durch, ohne dass da nochmal was passieren muss. Also da muss ich dann nicht mehr halt immer wieder dann Kohle draufschmeißen. Ja. Wie läuft das mit Getränken? Wer macht dann Getränke bei euch? Oder werden die gebracht? Also Einkauf. Einkauf, die werden gebracht. Die werden gebracht, okay. Das heißt, ihr räumt die nur ins Lager und was leer ist, muss dann halt zwischendrin einfach geholt werden. Ja, genau. Halt so, wir haben halt so, das ist ja ganz normal Kühlschrank. Das wird dann abends dann auch immer voll gemacht. Mhm. Abends wird das dann voll gemacht, dass du dann sozusagen, wenn du einen Laden aufmachen tust und wenn jemand sagt, ich hätte gerne einen Eis der Pfirsich, nicht, dass du dann sagst, ey, ich muss kurz runter Getränke holen oder so. Das okay, also halt wird auch werden. Abends aufgefüllt. Okay, dann hast du Kohle angemacht und dann kommen wahrscheinlich schon langsam die ersten Leute, oder? Meistens ist es dann so, dass dann direkt die Leute dann vor der Tür sind, die warten. Also das hast du fast täglich oder was? 16 Uhr geht auf und da stehen schon ein paar Leute. Ja, da stehen schon ein paar Leute. Also da kommen dann direkt um 16 Uhr, die kommen Feierabend, direkt von Köpfchen, Arbeit. Genau, die kommen direkt dann von Arbeit dahin, rauchen dann Köpfchen und dann gehen die halt dann nach Hause. 2 Stunden sitzen die und dann gehen die nach Hause und das geht dann halt den ganzen Tag dann. Ja. Und abends wird es wahrscheinlich noch ein bisschen voller. Ja, halt so. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr? Mache. Ach so. Bevor ich das mache, muss ich mir selber Einkauf machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Frühstücksköpfchen, ja, ist wirklich wichtig. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Halt so, während die Arbeitsmotivation muss ja auch hoch sein. Ja, natürlich. Halt so, ohne dieses Köpfchen läuft bei mir gar nichts. Halt so, ich muss Einkauf rauchen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dir so ein Köpfchen anmachst in der Bar, während du arbeitest, rauchst du es auch wirklich oder steht das dann eher so nebenbei rum, du ziehst ihn wieder mal dran? Es passieren auch unterschiedlich, Tage. Unterschiedlich, oder? Das ist unterschiedlich, aber es passieren auch manchmal Tage, dass ich wirklich, dass ich mir einen Kopf mache, dass ich das fast gar nicht rauchen kann. Das steht dann einfach da herum und ich ziehe das dann ein paar Mal.
Aber ansonsten, halt, ich komme schon dazu, um 16 Uhr halt so einen Kopf zu rauchen. Aber ist auch schon mal vorgefallen, dass ich wirklich den Kopf gar nicht rauchen konnte. Und danach muss ich mir noch einen Kopf bauen. Und dann vielleicht mal kurz zur Beschaffung zurück, weil Marv das schon angeschnitten hat. Wie sieht es mit Tabakeinkauf aus? Machst du das auch selber, also komplett selber, oder wie läuft das dann ab? Den Tabakeinkauf habe ich mir jetzt mittlerweile immer, also ich habe einen Tag. Mhm. Das ist mittlerweile jetzt Freitag. Vorher war es dann halt egal, weil mittlerweile gibt es nicht mehr so viele Shops im Umkreis. Leider machen die ganzen Shops zu. Ist dann jetzt so, dass ich dann zum Beispiel einmal in der Woche nach Frankfurt fahre, einen Shop. Zu welchem Shop gehst du da? Relax Shop. Relax Shop vom Ali. Ja, genau. Fahre dann in den Relax Shop jeden Freitag, kaufe dann meine Sachen ein. Ich muss es dann halt so wirklich dann... Wie viel Tabak holt ihr da so ungefähr? Jetzt also gerade so einmal die Woche so mäßig. Ja, deswegen muss ich das so ungefähr so einplanen, Pi mal Daumen, halt wie viel ungefähr reichen wird. Ich mache zum Beispiel vorher, einen Tag vorher, zum Beispiel Donnerstag, gucke ich mir ein Regal an, was von welchen Sorten fehlt. Oder am leichtesten halt so, ich mache ein Bild. Dann kann ich mir das leichter halt so, muss ich dann nicht aufschreiben. Dann weißt du schon so, ah, da steht nochmal so und so viel von, weiß ich nicht, Must Age Blackberry, ja, und ja, ah, das sieht leer aus, den müsst ihr wiederholen. Also das, dann gucke ich mir das dann an und wie viel von Tabak, was da alles rumsteht. Was ist so eine durchschnittliche Rechnung, wenn du aus dem Relax-Shop rausgehst freitags? Durchschnittliche Rechnung, es ist unterschiedlich. Es kommt auf die Woche drauf an, wie viel los ist. Ja, wahrscheinlich auch, ob dann noch dann Feiertage dabei sind und. Halt, ne? So zum Beispiel, aber so ein Schnitt, so ein grober Schnitt. Ein grober Schnitt ist es dann ungefähr zwischen 400 bis 500 Euro. Es ist einiges. Ja. Über 2000 Euro Ausgaben allein Tabak im Monat ist schon hart. Und also es ändert sich auch. Es wird auch mal weniger. Ja. Es wird auch mal mehr. Ja. Also es ist nur so. Wenn so zum Beispiel Shisha-Messe Wochenende ansteht, werden aus 500 wahrscheinlich ganz schnell 1000. Ja, Shisha-Messe ist eine Ausnahme. Das ist wirklich halt so sehr, sehr krass. Da, was da los ist. Ich habe gesehen, es ist jetzt schon alles ausgebucht, oder fast alles fast ausgebucht. Alles ausgebucht. Halt was? Schon. Wer hat denn den Samstag gebucht? Mhm. Der Samstag ist leider schon komplett voll, wegen einem gewissen Herrn, der links von mir sitzt. Geil, auf dem Video ist das der Alex. Dein links, ja, dein links. Ja, und der Samstag ist jetzt schon halt komplett voll. Hat so auch sogar, du hast ja zu uns gesagt, dass du so gegen 21 Uhr kommst. Und da haben wir auch den Leuten gesagt, dass wir dann wirklich dann bis 21 Uhr dann Plätze haben. Und es ist schon relativ direkt voll geworden. Ja, das ist krank, wie schnell Messewochenende mittlerweile ausgebucht ist. Die Leute, die wirklich auch dann keine Plätze kriegen sollten wegen Samstag. Halt so, der Marv hat mir schon direkt nach der Messe gesagt, halt so, den ich, Samstag. Ich habe letztes Jahr schon wieder für dieses Jahr reserviert. Deswegen halt so. Ja, wir sind halt eine Gruppe von irgendwie, weiß ich nicht, 25, 30 Leuten. Und dann weiß ich halt, muss ich halt früh genug reservieren. Ich ne? weiß noch, wie es letztes Jahr war, als wirklich das komplette Omera voll war mit SVG-Community. Ja. Das war geisteskrank. Ja. Ja. Deswegen halt so, ist auch dann besser für Marv, das dann so komplett zu reservieren. Ja. Sonst sind die Tage direkt weg. Und ja, das haben wir so halt geplant. Also Messewochenende. So, ich würde sagen, wir springen wild. Wieder zurück zum Tagesablauf. Ja. Ja. Du hast jetzt dein Köpfchen geraucht, dein Frühstücksköpfchen zur Arbeit. Die Kunden kommen nach und nach. Die Kunden kommen nach und nach. Wie viele Leute seid ihr im Team? Also wie viele Leute arbeiten am Wochenende und unter der Woche? Ich mache dann halt den Laden auf. Entweder ich oder der Umut, mein Cousin, machen den Laden auf. Das heißt, einer von euch ist eigentlich immer da? Ja, genau. Einer von uns beiden ist immer da. Halt so, außer es ist ein Ausnahmefall. Halt so, wenn Hochzeiten sind, wichtige Familienmitglieder heiraten oder irgendwelche wichtigen Veranstaltungen. Ja, dann ist das so. Natürlich als Cousins ist das ein bisschen schwierig. Ne? Dann sind halt direkt beide weg. Ja, da sind wir dann beide weg. Ja. Aber da habt ihr ja dann bestimmt noch ein paar andere Leute. Ja, genau. Da haben wir die Arbeiter. Halt so, auf die ist Verlass wirklich. Halt so, die sind auch... Ich liebe auch unsere Arbeiter. Wen habt ihr da alle gehabt? Sammy, Damiano, wer arbeitet noch so? Serkan. Serkan. Karl.
Karl, ja. Wenn er mal nicht in Russland ist. Ja. Der ist wieder zurück. Der war wieder. Ja, ja. Hat er dir was Schönes mitgebracht? Ja. Ja, wenn er dir ein Döschen mitbringt, ist ja vollkommen fein. Ja, hat er. Ja. Und ja, genau. Ja, also ihr habt, wie viele Leute habt ihr denn im Team? Du, Omut, Damiano, Sammy, Serkan, Murat, Karl, Murat. Habe ich eben Osman? Osman. Und die sechs sind aber so springermäßig. Das heißt, ihr teilt die ein und sagt, hey, ich brauche Samstag jemanden, ich brauche Sonntag jemanden, oder? Ist schon, jeder hat schon seinen festen Tag. Mhm. Halt so außer Wochenende. Hat sonst jeder seinen eigenen, halt so, jeder hat seine eigenen Tage. Das heißt, ihr seid doch an jedem Tag zu dritt? Nee, halt so mitten in der Woche, halt so Montag bis, besser gesagt, Sonntag bis sogar. Der Sonntag ist der einzige Tag, wo ich mit Umut zusammenarbeite. Mhm. Außer halt der Samstag, da sind wir sowieso Freitag, Samstag sind wir zu dritt. Ja. Die anderen Tage sind wir immer zwei Personen. Okay. Reicht dann halt vollkommen so aus. So, und jetzt hast du es aber schon angedeutet. Das heißt, mittlerweile habt ihr es so geregelt, dass ihr auch mal frei habt. Ja, genau. Weil man muss ja sagen, ihr habt 7 Tage auf. Ja, genau. Ihr habt keinen Tag, wo Umera komplett geschlossen ist. Ja, genau. Also, ihr habt nur an Feiertagen zu. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Einzige Tag, wo wir zu haben, ist Silvester. Das heißt, von 365 Tagen im Jahr habt ihr 364 offen. Ja, haben wir. Das ist krank. Das ist crazy. So, und jetzt habt ihr es aber mittlerweile hinbekommen. Ja, das ist halt so, das haben wir seit ungefähr knapp über ein Jahr. Ein Jahr und 4 Monate, kann man sagen. Machen wir schon, dass wir regelmäßig 2 Tage in der Woche frei machen können. Okay, das heißt, 2 Tage unter der Woche hast du frei, ja, 2 Tage unter der Woche hat Umut frei. Ja, genau. Halt sonst, und dann sind auch schon wieder 3 Tage Wochenende. Ja, genau. Ja. Also es war am Anfang wirklich sehr, sehr anstrengend. Also wir hatten nur einen Tag in der Woche frei, da weißt du auch nicht, vielleicht hat man so Sachen zu tun, Papierkram. Dann kommt doch mal ein Anruf, wir brauchen noch Tabak, wir brauchen Kohle, wir brauchen Getränke. Ja, und halt so, dass wir dann sozusagen mitten in der Woche 2 Tage frei haben, das tut uns auch gut, wir können uns auch selber. Macht ihr die dann auch wirklich frei oder sitzt du dann doch manchmal an Buchhaltung, Personalsachen? Nee, manchmal ist auch wirklich so, zum Beispiel bei mir ist es so, wir haben es untereinander aufgeteilt, halt so der Umut macht dann Buchhaltung und Papierkram macht er und Tabak und so drum und dran kümmere ich mich, Einkäufe, auch der Umut, das teilen wir uns sowieso immer auf, die Einkäufe und so, wer gerade momentan kann, macht es dann. Das heißt, habt ihr schon eine relativ klare Arbeitsteilung, ja, jeder weiß, halt so, was er zu tun hat. Mal, es passiert auch mal, dass ich zum Beispiel, wenn ich mal frei habe und da fehlt dann Tabak, was wir dringend brauchen, Beispiel Traube Minze, das darf zum Beispiel gar nicht fehlen. Ja, wenn mal irgendwie eine von 3 Zitronensorten fehlt, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, wie wenn der letzte Traube oder Apfel leer ist. Genau. Also dann muss ich auch dann gehen und das besorgen, wenn ich auch frei haben sollte. Ja. Aber wie oft passiert es auch, dass du auch an deinen freien Tagen Umera bist? Sehr oft. Aber dann wirklich, dass du dich dann hinschillst, vielleicht mit Freunden oder mit deiner Verlobten, oder wirklich, dass du dann hingehst und auch erstmal noch was arbeitest? Nee, arbeiten tue ich halt gar nicht. Halt so, außer wenn ich jetzt so wirklich so sehe, dass die extremst Hilfe brauchen, dann helfe ich ja natürlich. Also das kann man nicht machen. Also das ist ja auch im Prinzip, das ist ja auch mein Laden sozusagen. Da kann ich nicht einfach nur herumstehen und zugucken, wie die da. Wie die Bude brennt und die hinten kaum hinterherkommen und so, ne, genau, ich rauch mein Köpfchen. Ich hätte gern Kohle. Das kann ich nicht machen, aber. Beispiel manchmal, der Herr kommt und sagt dann zu mir, obwohl ich frei habe, kannst du mir einen Kopf bauen? Schmutz, Alex. Kannst du mir einen Kopf bauen? Das halte ich für eine absolute Lüge, muss ich ehrlich sagen. Ich nicht? Nee, ich auch nicht. Dann komm auf. Ja, merkst schon, heute ist 2-1. Ja, ich merk schon. Da muss ich dann. Und der ist nicht alleine. Der Mo ist auch dann mit dabei. Macht auch dann. Kannst du einen Kopf bauen? Ich hab frei. Kannst du trotzdem Kopf bauen? Gut, und dann zieht ihr so den ganzen Tag durch. Ihr habt euer Team fest eingeteilt. Ja, genau. Und um 1 Uhr ist unter der Woche zu und am Wochenende um 3. Wie lange braucht ihr dann? Was steht als Aufgaben? Was steht da alles, wenn der Laden schließt? Was müsst ihr alles machen? Wenn der Laden schließt, halt so
gucken, dass die ganzen Pfeifen erstmal sauber sind. Mhm. Komplette Theke wird dann. Wie lange braucht ihr so für Pfeifen reinigen? Für Pfeifen reinigen brauchen wir ungefähr, also Grundreinigung brauchen wir knapp 2,5, wenn ich es mache, ich bin ziemlich langsam, 2,5 bis 3 Stunden. Du musst das anders worden. Du musst sagen, du bist sehr gründlich. Du bist nicht langsam, du bist gründlich. Ja, kann man auch, ja. Also kann man vielleicht auch direkt mal vorneweg sagen oder also so allgemein auch als Lob aussprechen, dass eure Pfeifen wirklich immer komplett sauber sind, wenn du eine frische Pfeife zum Rauchen bekommst. Ja, da läuft nicht einfach nur mal Wasser drüber. Du hast da Dampfreiniger, Bürsten, Reinigungsmittel, bla bla. Aber ich glaube, eure Pfeifen sind fast cleaner als meine. Ja, denke ich auch. Ja. Was soll das jetzt heißen? Ja, also auf mich. Naja, die habe ich gestern im Stream geraucht und war heute zu faul, um die sauber zu machen. Aber ich meine, es ist ja was anderes, wenn du eine Pfeife einem Kunden hinstellst, dann kannst du sowas natürlich nicht machen. Aber wenn ich jetzt weiß, ich habe da gestern 3 Köpfchen drauf geraucht und ich selbst rauche die weiter, dann ist das ja nicht so ein Problem. Du kennst ja, also ich will da jetzt keinen Namen nennen, man kennt es ja auch aus anderen Shisha-Bars, dass du manchmal eine Pfeife hingestellt bekommst, wo das Wasser auch schon so aussieht. Oder ja, das Wasser läuft schon fast weg. Ja, wo du denkst so, boah, da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock, das jetzt zu rauchen. Du ziehst es erstmal dran und schmeckst noch diesen Wassergeschmack einfach. Du schmeckst noch nicht mal den Kopf, sondern einfach den Geschmack vom Wasser. Ja, ja, wenn es noch nicht so richtig an ist und du merkst schon so, oh, Bruder. Und da weiß man mehr auf jeden Fall, man kriegt eine saubere, cleane Pfeife. Aber also wie lange braucht ihr jetzt abends, um die Pfeifen durchzuspülen? Muss man nochmal, also ihr macht ab und zu Grundreinigung? Ja. Also und dann, es gibt eine normale Reinigung und eine Intensivreinigung. In der Woche sind zweimal Intensivreinigung. Mhm. Also mit Dampfreiniger und Co. Und sonst wird jeden Tag ganz normal die Pfeifen sauber gemacht, nur in der Woche zweimal wird die dann intensiv gereinigt. Also jeden Tag werden auch nach jedem Rauchen, also wenn eine Person, wenn du in den Laden kommst, damit ihr mit der Pfeife geraucht hast, wird die nicht an den nächsten Kunden weitergegeben. Das ist klar, das geht auch nicht. Ja. Und das muss sauber gemacht werden und danach den nächsten Kunden dann weitergeben. Ja. Also das ist, ich finde das ekelhaft. Ja, also ist es. Ich finde das nicht so. Ja, wenn du dir selbst schon denkst, das ist ekelhaft, dann ist das ja nur richtig, dass du das nicht deinen Kunden geben würdest. Ja, ich finde, also ich muss ja auch die Pfeife selber auch anrauchen. Ich finde es dann halt selber dann ekelhaft, dass ich dann mit der Pfeife noch anrauchen muss und danach den Kunden geben muss. Das geht gar nicht. Also das ist No-Go. Das ist auf keinen Fall. Also da auf die Sauberkeit ist bei uns, da legen wir wirklich extreme Wert drauf. Ja. Halt, das muss. Richtig so. Und wie lang braucht ihr da? Also, für eine normale und eine intensiv? Normal brauchen wir ungefähr eine Stunde. Stunde 15, so ungefähr. Ja. Um die dran. Und so Grundreinigung brauchen wir 2,5 bis 3 Stunden. Krass. Okay, das heißt, da muss auch wirklich auch die komplette Pfeife dann auseinandergenommen werden. Die Fuser mussten sauber gemacht werden. Ja. Halt, Schläuche. Die Pfeifen mit den Diffuser, das ist wirklich teilweise anstrengend, ja? Ja, das ist halt, du musst die komplette Diffuser abschrauben, alles. Ja, also gucken, dass da gar nichts mehr drin hängt. Ja. Also wirklich eine Intensivreinigung. Ja. Und das heißt jetzt zum Beispiel unter der Woche Grundreinigung, das heißt, ihr macht um 1 Uhr den Laden zu, dann macht ihr eine Stunde sauber, haben wir jetzt so ungefähr 2 Uhr. Nee, und das machen wir auch halt so zwischendurch. Also das machen wir auch nicht jetzt genau alles während. Wir lassen nicht alles dort stehen und machen das dann nach Feierabend oder so. Mhm. Wir gucken halt zwischendurch, wenn wir jetzt gerade nichts zu tun haben. Also wenn du keinen Kopf bauen musst, dann wird nicht rumgegammelt, dann wird direkt Pfeifen sauber gemacht. Abends halt so ab einer bestimmten Uhrzeit, mitten in der Woche, jeder muss ja auch arbeiten. Ja. Beispiel ab 11 Uhr merkst du dann, okay, es ist weniger los, da sitzen nur ein paar Kunden draußen. Da kann man auch dann anfangen, die Pfeifen sauber zu machen. Machen wir auch die ganzen Pfeifen dann halt sauber. Also, ja, je weniger hast du im Nachhinein zu tun, ne? Zwischendurch, Kohlerunde muss gemacht werden, kannst du kurz stehen bleiben oder so. Ja. So, und dann, also um 1 Uhr macht der Laden zu, dann brauchst du ungefähr eine Stunde die restlichen Pfeifen noch sauber machen. Ja, genau. Währenddessen macht wahrscheinlich draußen jemand sauber, oder? Ja, halt so Theke, der vorne an der Theke arbeitet, macht dann die Theke sauber. Dann muss. Ist auch sehr wichtig, Toiletten mussten sauber gemacht werden. Ja. Jeden Abend halt zu gucken, dass da wirklich dann die ganzen Tempos und so, was da auf dem Boden rumliegt, das da alles weg. Ja, sonst gucken halt so auf dem Boden. Also wir haben auch in der Woche einen Tag, wo wir auch Grundreinigung auch drinnen, Boden und so alles putzen. Ja. Das ist auch ein Samstag. Also auch da gibt's die kurz zwischendrin mit Glasreiniger über den Tisch gehen.
und aber auch einmal die Woche Intensivreinigung, alles auseinandernehmen, ja, genau, alles sauber also machen. Komplett alle Tische hoch, ja, hochstellen, Boden. Eigentlich, wie man es auch zu Hause machen würde, ja, genau, ne? Wahrscheinlich also so einmal die Woche. Genau, einmal, ja, in der Woche komplett, dann Grundreinigung. Und wann gehst du dann? Okay, dann gibt es wahrscheinlich noch den Feierabendkopf. Ja. Das heißt, um 2 Uhr gibt es dann noch ein Köpfchen? Ja, 2 Uhr gibt es dann noch ein Köpfchen. Also manchmal würden es 2, das kommt auf den Film drauf an. Du musst ein bisschen aufs Mikro aufpassen. Ja, manchmal werden es halt dann auch 2, aber meistens gehe ich dann ungefähr so gegen, also wenn ich um 2 Uhr mich hinsetze, versuche ich so gegen 4 Uhr nach Hause zu gehen. Okay. Und wann bist du dann im Bett wirklich ready fürs Schlafen? 5 Uhr. Fünf Uhr. Manchmal halt so, ich hatte eine Zeit lang eine Schlafstörung, mhm, da konnte ich gar nicht schlafen. 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, boah, war das dann so, dass es ging dann wirklich lang und mittlerweile habe ich das jetzt unter Kontrolle. Wenn ich auch dann zu Hause bin, mhm, kann ich auch dann direkt wirklich dann schlafen. Ja, also wenn ich dann, ja, aber ich kenne das nur von mir, ne? Also viele denken dann irgendwie, wenn ich um 12 oder 1 den Stream ausmache, ja, dass ich irgendwie eine halbe Stunde später schlafe, aber ich bin da genauso wie du. Ich brauche auch erstmal noch mindestens eine Stunde, um runterzukommen. Du bist im Stream, genau, so, ja, gehypt, du bist, ja, noch total unter Strom. Ja. Du musst erstmal irgendwas machen, was dich noch ein bisschen runterbringt, irgendwie noch eine Folge Serie gucken oder so, oder bei dir dann halt der Film. Ja, genau. Ich muss dann auch immer erstmal runterkommen. Ne? Das ist ja auch halt wirklich, diesen Feierabendkopf ist dann wirklich zum Herunterkommen. Halt so von dem ganzen Arbeitstag, dass du dann wirklich sagst, jetzt chill ich mich hin und bisschen Entspannung. Bisschen entspannen, dass du wirklich, dass man so ein bisschen abschalten kann. Ja. Und das dann halt. Und dann bist du um 5 Uhr am Schlafen. Und wie sieht das Ganze aus, wenn Wochenende ist? Dann ist das gleich, nur dass es halt nicht um 1 anfängt, sondern um 3? Wochenende ist dann so, halt Freitag, Samstag ist es dann so, dass wir und Sonntag auch 18 Uhr Laden aufmachen. Und Freitag und Samstag geht es ja bis 3 Uhr nachts. Und halt so, freitags ist dann so, 3 Uhr nachts ist dann Schluss. Halt so, danach macht man immer noch dann ein bisschen sauber. Da sind wir aber zu dritt, das geht relativ schnell. Mhm. Kann man auch dann ein bisschen pünktlicher Feierabend machen. Samstag ist es dann so, 3 Uhr Feierabend. Und da fängt dann an halt Grundreinigung. Samstags, ja, ist unsere, mhm, Grundreinigung. Und die macht ihr dann noch nachts, oder was? Ja. Oh, um 3 Uhr fangt ihr an, den ganzen Laden, alle Pfeifen zu, ja, schrubben? Nee, Samstag, halt so. Die Grundreinigung vom Laden. Grundreinigung auch von den Pfeifen, auch Samstag. Alles? Ja, das macht der Sammy. Sammy. Also wenn er nicht frei hat, macht der Sammy das liebend gerne. Liebend gerne, ja, da sind wir uns sicher. Liebend gerne. Ist seine Lieblingsaufgabe, oder? Von Sammy? Ja. Ja, der liebt es, Pfeifen sauber zu machen. Der liebt am meisten den zum Beispiel Argument oder den McLeod Helios. Ich glaube, das ist hier gerade pure Ironie. Die beiden Pfeifen liebt er extrem sauber zu machen. Damit, du musst in die Kamera gucken, nicht auf den Fernseher. Ja, okay. Du guckst aber auf den Fernseher. Ja, ich weiß. Ja, ist ungewohnt. Ja, ich weiß, kenn das. Ja, und dann muss dann halt die ganzen Pfeifen halt so zwischendurch, da sind wir zu dritt, der kann ja auch um 12 Uhr anfangen. Die Pfeifen. Du guckst schon wieder auf den Fernseher. Nee, ich habe auf den Teller geguckt. Ach so. Und wann bist du samstags dann wirklich aus dem Laden raus oder im Bett? Samstag bin ich ungefähr, ich sag mal so, gegen 5 Uhr sind wir vom Laden raus. Also, boah, okay. Das dauert ungefähr so bis 4.30 Uhr, 1,5 Stunden, bis wir dann komplett dann sauber gemacht haben. Krass. Und wann bist du dann wirklich am Schlafen? Am Schlafen, ich sag mal so, 6 Uhr. 6 Uhr, krass. 6 Uhr morgens halt so. Ja. Es ist nicht einfach, aber es gibt immer bei sowas auch, bei jedem Job, glaube ich, Vor- und Nachteile. Safe. Ja, klar. Also das macht mir auch extrem Spaß, aber das hat auch Nachteile, ist dann halt Sauberkeit. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Egal, ob man das mag oder nicht mag. Trotzdem muss, ja, man... Es muss gemacht muss werden. Muss halt erledigt werden. Genau. Hast du keine Wahl. Muss gemacht werden. Das hat so... Keine andere Wahl. Ja, das ist richtig. Ja, ich glaube, das ist halt auch immer so, ne? Es ist halt so ein bisschen so ein Gesellschaftsding, ne? Dann sehen Leute, ist ja auch bei mir so, sehen dann, okay, ich stehe um 10 auf oder mittlerweile ist es meistens 9.30 Uhr und denken so, ui, das ist ja total spät, voll geil, der kann voll lange ausschlafen und so. Und ich denke mir so, ausschlafen, ich weiß, also es ist gut, über die Weihnachtsfeiertage habe ich ein bisschen ausgeschlafen, aber ansonsten kommt diese Zeit von 9.30 Uhr aufstehen ja nicht von ungefähr.
Und ich glaube, bei dir ist es so ein bisschen dasselbe, ne? Würden sich wahrscheinlich Leute denken, ja, der kann immer bis 14 Uhr schlafen, Alter, beste Leben. Und wenn du aber hörst, ja, der schuftet halt aber auch immer so lange, dass er erst um 5 oder 6 Uhr ins Bett kommt. Ja, das ist halt von der Zeit, die du schläfst. Also nicht von der Uhrzeit, wie du schläfst, sondern von der Menge an Stunden an Schlaf. Ist es halt nicht anders als bei anderen Leuten. Es beginnt nur zu einer anderen Zeit und hört zu einer anderen Zeit auf. Ja, genau. Aber viele halt so sagen dann, ah, du hast wieder geschlafen bis 14 Uhr oder 13 Uhr, konntest du ausschlafen. Ich denke mir so, Ja, und dann kommen die so, nee, ich stehe immer um 6 auf. Ja, aber wann gehst du ins Bett? Ja, und dann sagen die so, ja, um 10. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bro. Dann schläfst du länger als ich. Ja, genau. Ja. Das ist halt so. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen... Es ist nicht einfach. Nee, die Gesellschaft will irgendwie, dass man früh aufsteht und arbeitet. Früh aufstehen und früh ins Bett gehen. Ja. Jeder hat auch... es gibt auch Leute, die auch Nachttisch haben, Ja, klar. Die müssen ja auch, zum Beispiel, die kommen 6 Uhr morgens, kommen die von Arbeit, schlafen dann... ja, und wenn die dann versuchen, 8 Stunden zu schlafen, dann ist halt auch 14 Uhr. Ja, genau. Also, und sogar... Manche schlafen sogar die nachts, 6 Uhr morgens zum Beispiel nach Hause kommen, wie ich. Es gibt auch Tage, wo ich dann zum Beispiel früh aufstehen muss. Wenn ich was zu erledigen habe, muss ich dann 10 Uhr oder 11 Uhr aufstehen. Ja, da bist du halt am Arsch, ne? Zum Beispiel letztes Jahr Shisha-Messe. Ja. Ich war da dick am Arsch. Ja, ja, Shisha-Messe war jeder am Arsch. Ja, ich glaube ich auch. Ja. Da war es ja so, dass ich auch bis 2 Uhr nachts in Laden war. Ja. Also bin eine Stunde vor Schluss bin ich dann halt nach Hause gegangen. Also wenigstens ein bisschen früher. Ja, eine Stunde früher. Also die Jungs haben ja mir erzählt, dass die wirklich dann bis 5 Uhr morgens dort waren, sauber gemacht haben, alles so drum und dran und das war schon anstrengend. Ja, Messe war hart. Ich konnte dann zum Beispiel früher nach Hause, bin dann halt so, wie viele Stunden habe ich da geschlafen, bis ich dann zu Hause weil geschlafen habe und 8 Uhr morgens, 8.30 Uhr bin ich dann aufgestanden, duschen. Ja. Dann direkt los. 10 Uhr haben wir uns auf der Messe getroffen. Ja. 11 Uhr ging los. Ja, genau. Dann haben wir von 11 bis 19 Uhr auf der Messe durchgeballert. Ja, genau. Also zur Erklärung, ne, der Ömit hat ja bei mir am Stand, wir hatten ja letztes Jahr auf der Messe den SWG-Stand, hat er mitgeholfen, die Köpfe zu bauen oder eigentlich federführend die Köpfe gebaut. Oder du warst eigentlich Chief Executive of Bowl Prepping. Na? Jetzt übersetzt. Chef von Kopfbau. Chef von Kopfbau, ja. Chef von Kopfbaustation. Und das waren ja, also dann hast du praktisch 8 Stunden auf der Messe gearbeitet, hattest noch jeweils eine Stunde An- und Abreise wegen Verkehr und Pipapo. Und du bist dann aber auch nicht heimgefahren und hast dir dann einen schönen Abend gemacht. Du bist in den Laden gefahren und hast dann da noch bis 2 Uhr nachts geschuftet. Ja, das war halt, Shisha-Messe war da wirklich, es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, sage ich. Also ja, es war eine geile Zeit. Das war anstrengend, aber das hat wirklich extrem Spaß gemacht. Ich glaube, körperlich waren wir alle am Arsch, aber kopfmäßig waren wir alle happy. Ja, das hat auch den Leuten auch extrem Spaß gemacht. Wirklich dort mit denen, egal mit wem ich da gearbeitet habe, obwohl das wirklich anstrengend war, trotzdem waren die Leute glücklich, halt so die haben gelächelt. Reinhold ist heute noch überhappy, dass er mit den Köpfe bauen konnte, weil er immer noch sagt, dass das seine Kopfbauskills so geisteskrank verbessert hat. Okay. Nimm doch einfach das Lob an, Mignon. Danke. Ja, die kann ich noch mal kurz dazu erzählen. Also noch ist es nicht klar. Ich sollte eigentlich schon 3-mal mit der Messe telefoniert haben. Es wurde immer von Seiten Messe verschoben. 2-mal wegen Krankheit, 1-mal wegen weiß ich nicht. Aber Ömit hat schon gesagt, also wenn wir wieder einen Stand haben, bist du wieder am Start, ne? Ja. Das hat ja letztes Jahr wirklich, obwohl es, wie ich eben gerade gesagt habe, anstrengend war, aber trotzdem hat das Spaß gemacht. Ich würde es wiederholen. War geil, war eine geile Zeit. Ja. Wirklich, es hat auch sehr viel Erfahrung, wie die Leute wirklich da anstanden, wirklich. Denk ans Mikro mit. Ja, ich vergesse das. Nein, das ist okay. Ja, natürlich vergisst man das. Ich erinnere dich einfach ein bisschen, dann ist ja alles gut. Gut, wir haben drüber geredet. Wann hast du angefangen, Shisha zu rauchen? Wie ging das los? In wie vielen Bars hast du gearbeitet? Wie kam das mit Umera? Aber jetzt lass uns mal ein bisschen zu dem Equipment-Part kommen, sage ich mal. Mhm. Als du ins Umera gekommen bist, was war das Standard-Setup? Standard-Setup war ein ganz normal Tonkopf mit Kaminaufsatz. Mhm. Und dann wart ihr ja aber eine der ersten Bars, die sehr stark auf HMD gesetzt haben, was ja zum Beispiel auch der Grund war, warum ich dann so gerne zu euch gekommen bin. Und da hattet ihr immer Solaris und HMD, ne? Ja, genau. Also, was ich vielleicht nochmal von der Hand will, was war die Standard-Pfeife, die ihr vielleicht davor im Umera MPS. Hattet? Also ganz klassisch. Normal Standardpfeife war MPS und 2 oder 3 Bookers hatten wir noch. Ja. Aber Standardpfeifen waren
alle im MPS. Und wie kam das dann? Also ich meine, das war ja damals, euer Aushängeschild wurde ja dann sehr schnell, dass ihr coole Pfeifen habt, dass ihr gute Setups habt und dass ihr den Kopfbau extrem gut macht. Aber wie seid ihr überhaupt da hingekommen? Also wer bei euch hat gesagt, boah, wir holen jetzt verschiedene Pfeifen, wir holen jetzt auch russische Pfeifen, wir machen Dark Blend, wir machen HMDs. Also wo kam die Idee her und wann? Also ich fange mal mit Dark Blend an. Dark Blend habe ich schon damals in Simba. Mhm. Damalige Zeit habe ich in Simba habe ich schon angefangen, Tangiers zu rauchen. Ja, ich glaube, Simba war auch einer der ersten Bars, die wirklich Tangiers angeboten hat. Ja, ja. Ein Tonkopf zum Beispiel haben wir dann... mit Alu, ne? Ja, mit Alu. Ja. Das war ja schon... ich vergesse den Tag nie, erster Tag, wo ich dann Tangiers geraucht habe. Pur. Ich habe mir gedacht, ich bin krass und so. Aber... wo ich dann fast gekotzt habe, war es nicht so krass. Das war wirklich nicht mehr so lustig. Ja, halt ein Klassiker. Das war halt so, wenn man direkt anfängt mit Tintus pur ist schon hart. Zu rauchen, das ist schon hart. Aber wie kam das für Mumera, dass ihr dann Dark Blend, AMDs... Also ich war ja schon, ich hatte so ein... Ich habe alleine, also ich sag mal so, Karl... muss ich sehr, sehr viel danken. Der war derjenige, der uns auf Dark Blend oder also auf HMDs gebracht hat. Der war derjenige, der gesagt hat immer, also mach das so, mach das so. Also, Karl, musst du vielleicht nochmal kurz... Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Das ist ein Mitarbeiter von euch, ist ein Mitarbeiter von uns, der öfters in Russland ist. Und der ist ja auch... Der mehr in Russland ist, als hier in Deutschland. Der ist ganz Russe. Ganz Russe. Der ist ganz Russe. Und wo er halt selber in Russland war, hat er mir dann ein Kamin, AMD? AMD. hat er mir ein HMD gebracht mit einem Solaris. Ja. Hat er mir für mich hat er das dann gebracht und da habe ich dann halt alleine erstmal. Wann war das ungefähr? Also welches Jahr war das? Das war, ich kann direkt sagen, das war am Anfang 2019 war das. Okay. Also da, wo du, nee, ich brauch nicht, danke. Also da, wo du gerade angefangen hast, Vollzeit im Omera zu arbeiten, ja, genau. Hat er dir dann Solaris, haben die aus Russland mitgebracht. Ja, genau. Habe ich dann selber dann, für mich hatte ich da selber. Mhm. Und dann ging das dann halt so weiter. Also du hast Solaris HMD geraucht und warst so, oh, geil, ja, dann müssen wir das ja auch unseren Kunden geben. Nee, erst war das so, dass ich dann wirklich dann selber nur für mich... Ja, ja. Aber dann hast du halt festgestellt, ist für dich geil. Ja, für mich halt so, ich hab dann gemerkt, man kann wirklich dann länger rauchen, geschmacksintensiver. Aber den Leuten das rüberzubringen, war dann halt ein bisschen schwer. Und da habe ich dann selber dann geraucht und die Leute haben dann gesagt, ey, warum hast du so einen Kopf und wir nicht und so. Da habe ich dann 5 Stück geholt noch. 5 dazu. Wahrscheinlich auch 5 Kalaus für jeweils 70 Euro. Ja. Ja, gutes war Investment, halt so, ne? Ja, das war dann halt, am Anfang war das dann teuer, weil es gab ja nicht die... Es gab noch keinen Onmo, günstigeren, ja, Alternativen. Ja, genau. Genau, war... Es gab halt Callout. Genau. Ja. Und es war halt teuer, aber trotzdem habe ich mir gedacht, komm, hol das. Die Leute sollen dann damit dann probieren. Das heißt, und dann erstmal 5. Ja, erstmal hatte ich nur 5 Stück. Und dann, es gab nur bestimmte Kunden, die das dann auch haben wollten. Das heißt, Standard-Setup bei euch war dann immer noch ganz normal KS oder Tonkopf mit Kamin? KS war das dann. Wo ich dann reingekommen bin, habe ich dann komplett dann halt so 2019, habe ich dann komplett auf KS umgestellt. Mhm. Mit Kamin? Kamin. Und du hast dann nebenbei, wenn du deine Frühstückspfeife oder sowas hattest, hast du dann dein Solaris mit HMD drauf und ja, die Leute, genau, haben dann nachgefragt. Ja, genau. Die Leute, das war dann für die dann interessant halt so, warum ich einen anderen Aufsatz und so habe. Und dann hatten es ein paar Leute dir nachgemacht, weil sie selbe Setup wollten wie mit Abi. Ja. Und dann seid ihr aber irgendwann komplett umgestiegen, oder? Ja, und dann, das war dann wirklich dann so, das ging wirklich Step on Step. Das war dann nicht so, dass ich dann so komplett, dann habe ich dann irgendwann habe ich dann noch mehr geholt. Dann habe ich noch 10 Stück noch dazu geholt. Dann habe ich wirklich dann nochmal 5 Stück noch dazu geholt. Dann hatte ich irgendwann 20 Köpfe davon. Und das war dann so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, das reicht. Also ich werde das dann komplett umstellen. Habe das dann komplett auf Solaris und... Und das heißt, wenn jemand bei euch reingekommen ist, hat der immer Solaris mit HMD bekommen. Ja, genau. Und wie war da das Feedback von den Leuten erstmal? Also jetzt die Leute, die jetzt vielleicht nicht von Anfang an bei euch sind, Stammkunden sind, die dann so die schleichende Umstellung mitbekommen haben, sondern wirklich so
Also jemand, die sind Kamin-Setups gewohnt, kommen genau, dann zu euch und auf einmal dann, kriegen die so einen komischen Kopf. Ja genau, die waren erstmal verwundert, die haben selber dann gefragt, ey, was ist das und so, ich will das nicht haben, ich will einen Kamin. Ja, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, klar. Da habe ich gesagt, wir haben nur das halt so. Ja. Da haben die es dann geraucht. Manche Leute haben gesagt, wirklich krass, geil, halt so, hat denen extremst gefallen, viel intensiver, die könnten länger rauchen. Und manche haben dann gesagt, das ist ekelhaft, halt so, gefällt mir gar nicht. Ja, ist wahrscheinlich auch viel Gewohnheit dabei, ja, ne? Genau. Wenn du jetzt jahrelang Kamin geraucht hast und auf einmal ist da so ein komischer Kopf drauf, dann denkst du erstmal so, was geht denn jetzt ab? Ja, genau, das war auch wirklich so, halt so, und es gab auch Kunden, die dann auch nicht mehr gekommen sind. Krass, also habt ihr tatsächlich wegen der Umstellung Kunden verloren. Ja, das war aber auf der anderen Seite habt ihr durch die Umstellung Kunden gewonnen. Ja, genau. Halt so, da kamen auch dann andere Kunden, die sich dann halt so nach einer Zeit wirklich, die sich dann auch ein bisschen ausgekannt haben, wegen den Köpfen und so alles so drum und dran, haben dann gesagt... Ja, wie gesagt, war auch der Grund, warum wir dann immer zu dir gekommen sind. Ja, und da mit den, auch zum Beispiel auch mit den russischen Pfeifen, erste russische Pfeife, was ich mir geholt habe, war ein VZ. Das hat mir extrem... Die Kopper, ne? Ja. Die Trauerminze-Pfeife. Davon habt ihr jetzt keine mehr, ne? Ja, haben wir. Aber die benutzt keiner mehr. Ja, weil... Reinigung ist scheiße. Auch Reinigung und die Leute, die mögen das nicht. Die mögen zum Beispiel ganz normalen Tradi-Pfeife, die von MPS, mögen das. Also das ist... Und nach einer Zeit war das dann so, dass wir das gar nicht benutzt haben. Also die Leute wollten dann die Pfeifen nicht mehr haben. Kann ich mir mal eine VZ-Kopper leihen? Ja, natürlich. Geil. Wir haben noch... Ich hatte noch nie eine selbst. Ach, hast du noch keine? Nee, ich will mir auch nie eine kaufen, weil ich finde die halt viel zu teuer. Blow-Off-Ventil hängt andauernd. Pflege ist super stressig. Du musst das Messing andauernd polieren. Also du musst das wirklich... Zum Beispiel, weil wir das auch sehr, sehr lange nicht mehr benutzt haben, haben wir das gar nicht gepflegt. Ja. Also, würde ich dann einmal drüber schrubben mit so einer Politur und gutes... Machen wir im Stream. Wir polieren heute 3 Stunden eine VZ. Ja, das dauert wirklich so lange. Also ich sag mal so, du kannst es ja nicht direkt, das Mittel musst du ja drauf machen, das muss ja wirken. Ja. Und danach kannst du ja anfangen zu schrubben. Und dann auch zu polieren. Einzelteile, Einzelteile musst du ja alles auseinandernehmen. Und das hat ja... Manchen Stellen kommst du wirklich sehr, sehr zwischen den zwei Rauchsäulen, also der Blow-Off-Rauchsäule und der normalen. Ja. Und okay, aber dann habt ihr euch die VZ geholt? Ja, genau, da habe das VZ habe ich mir sogar privat geholt. Und aber trotzdem in so mehrere gestellt. Ja, das habe ich trotzdem. Aber meine ganzen Pfeifen meine erste, nicht russische, sondern richtige Pfeife war ein Aeon. Oh, nice. Ja, welche Edition war das damals? 3 oder 4? Ich glaube, 3 war das. Okay. Es war auf jeden Fall eine 3, weil wie du zu deiner ersten 4er gekommen bist, weiß ich noch ganz genau. Ja, genau. Das war die Messe 2019 in Frankfurt und die haben eigentlich keine Edition 4 verkauft. Und Ömer hat so lange auf dem Aeon-Stand auf der Messe Palaver geschoben, bis er der erste Mensch war, der mit einer Edition 4 nach Hause gegangen ist. Und Mini. Und Mini. Mit Mini. Und ja, danke. Das war ziemlich gut. Die waren einfach nur so, gib dem jetzt die scheiß Edition 4 mit. Der hält niemals die Fresse, Digga. Der geht hier nicht weg, bevor wir ihm nicht eine geben. Mach einfach. Ja, aber hast du dich gefreut? Hast du eine Edition 4? Ja, die Leute, auch die Kunden, wo ich es dann halt rausgegeben habe, die sagen, oh, was ist das für eine geile Pfeife und so rum und dran. Ich saß selbst bei euch. Ich habe noch mein Video zur Edition 4, mein Ersteindruck, habe ich bei dir im Laden gedreht, weil es der einzige Weg war, wie ich an so eine scheiß Pfeife gekommen bin. Ja, und das war halt cool. Ja. Und so hat es dann halt angefangen und dann hat die russischen Pfeifen haben mich so angezogen, weil die anders waren, halt so auch komplett alle... von den Pfeifen, das hat mir extremst gefallen. Zum Beispiel, das war dann so, dass ich mir direkt sogar ein Alpha geholt habe. Alpha habe ich dann direkt, 3 Alphas hatte ich geholt. Und es hat dann so weiter angefangen. Und da habe ich dann angefangen, ganzen russischen Pfeifen so eins nacheinander. Und hast du immer, die ist schön, die holen wir. Und dann ein paar Wochen oder Monate später, die ist schön, die holen wir. Ja, genau. Das war weißt du? Wirklich, also wenn man das wirklich alles auf einmal kauft, das ist dann, ich sag mal, das ist extremst teuer. Ja. Also, ja gut, aber mussten die Jungs ja auch, als sie die Bar aufgemacht haben am Anfang. Und ja, danach war dann auch, irgendwann hat es auch mit Cäsar angefangen. Ja, da kannst du auch nochmal viel Geld versenken. Ja, man muss ja mal sagen, wie viele Pfeifen habt ihr jetzt so ungefähr? Ungefähr? 80? Nein, 80. 60? So Pi mal Daumen, also zwischen 55 und 60. Ja, also man muss vielleicht nochmal kurz dazu sagen, das Umera ist jetzt nicht riesig, ne? Ja, genau. Wenn's
wirklich geisteskrank voll ist, maximal 45 Leute, besser sogar eher jetzt 40. Ja, 40. Also ist kein Riesenladen. Und auf 40 Leute, 60 Pfeifen, schon mal ziemlich gut. Ja. Aber gut, du brauchst ja eigentlich, sagen wir mal, nicht jeder bestellt eine Pfeife. Und es gehen ja auch viele Leute mal zu zweit oder zu dritt und bestellen eine. Was würdest du sagen, ist der Schnitt pro Kopf Pfeife? Also sagen wir mal, jeder Kunde würde eine Pfeife nehmen, dann wäre es 1. Ja. Es bestellen immer alle zu zweit, dann wäre es 0,5. Was würdest du sagen, ist so der Schnitt? Tischpfeife und dann pro Kopf Pfeife können wir ja dann. Ja, pro Kopf Pfeife. Ja. Was würdest du sagen? Bei euch wahrscheinlich schon ziemlich hoch im Vergleich zu anderen Bars, bei ne? Bei uns ist es wirklich so, dass fast jeder sogar, meistens ist es so, dass jeder eine eigene Pfeife sogar. Also schon wahrscheinlich so eine 0,8, 0,9. Ja, kann man schon so sagen. Ja, halt, das ist schon krass. Das ist schon sehr selten, dass halt so. Viele Kunden bei uns, die kommen wirklich auch, um Shisha zu rauchen, wirklich Shisha zum Genießen. Ja. Deswegen kommen die, jeder bestellt eine eigene Pfeife. Es kommen auch wirklich Leute von sehr, sehr weit her. Ja, da haben wir auch schon einige Erfahrungen jetzt gemacht von letztens schon ein bisschen her, aber zwei Jungs getroffen, die sind literally aus Wien hochgefahren, haben zwei Köpfe geraucht, sind wieder heimgefahren. Ja. Das ist geisteskrank. Ja, also da kommen wirklich dann Leute und da kommen halt bei uns die Leute, die wirklich auch Shisha genießen wollen und deswegen bestellt sich fast jeder eigenen Kopf. Auch bei unseren Stammkunden ist es wirklich so, dass jeder auch eine eigene Pfeife raucht. Ja. Also ich habe sogar zwei eigene Pfeifen bei euch stehen. Zwei eigene, das sind mehr. Da unten pass auf. Ja, stimmt. Also gut, ich habe so ungefähr, weiß nicht, so 12 Pfeifen bei euch. Ja. Aber 10 habe ich mal zu euch gestellt, die ich cool fand, damit Leute, die bei euch rauchen können. Und zwei habe ich aber bei euch stehen, die wirklich mir sind. Also die sind alle mir, aber die ich rauche. Du benutzt die, du benutzt. Ja, genau. Ich habe eine Breeze 1, die Exclusive Limited Gold, One of 10. Ja, genau. Und die Aeon SWG Edition habe ich bei euch. Die beiden hast du. Ja. Die Mose für Meerloch, die Aeon für Pfanne. Speaking of Pfanne, ihr habt ja dann auf Solaris und HMD umgestellt. Ja. Wann kam Thema Pfanne bei euch auf? Wann kam Thema Pfanne bei uns? Wahrscheinlich genauso wie bei uns in dem Moment, wo Somo kam, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, das ist ungefähr, das ist die Zeit gewesen, wo auch Pfanne langsam bei uns auch angefangen hat. So mit Harmony Bowl am Anfang. 80 Feet, ja. Und da bist du dann ja halt so Pfanne Extremes und so. Ja. Da sind auch die Leute sind dann angekommen, die dann auch wirklich dann Pfanne haben wollten. Da habe ich dann angefangen, Pfanne zu kaufen. Und erst waren es wirklich auch so 2-3 Stück. Weil die Leute auch nicht viel Pfanne verlangt haben und so. Und nach einer Zeit, wo das war ja auch immer noch eine Zeit, wo die meisten Leute Kamin geraucht haben eigentlich. Ja, genau. Ja. Also die haben gar keinen Pfanne gekannt oder so. Wenn ich dann zum Beispiel einen Pfanne rausgegeben habe, wenn die anderen Kunden das gesehen haben, haben die gesagt, ey, was ist das für ein Kopf? Ja, das heißt auch jetzt, eigentlich ist es ja immer noch so bei euch, in der Regel oder als Standard-Setup kriegst du immer noch einen Mehrlochkopf mit HMD. Ja, genau. Und also auf Wunsch kriegst du trotzdem einen Funnel natürlich. Ja, natürlich. Ja. Also wenn die Leute dann kommen und sagen, wenn die sagen, ich hätte gerne einen Funnel, dann machen wir auch einen Funnel. Ja. Also das ist ganz normal. Und also aktueller Stand kann man sagen, ihr habt ungefähr 60 Pfeifen, Großteil davon auf Caesar Bowls. Also bei einer Aeon und so dann natürlich nicht, ja, aber halt so bei so ein, wo eine Schraube dabei ist. Gewindepfeifen halt so. Aber von den Bowls, die auf einer von den Pfeifen, die auf einer Steckbowl sind, sind eigentlich fast alle auf einer Caesar Bowl. Ja. An Köpfen habt ihr jetzt nicht mehr Solaris, also auch noch. Solaris haben wir halt so ganz normale Standardköpfe. Aber mittlerweile auch sehr viel von Cosmo dazugekommen. Ja, also mittlerweile habt ihr ja x verschiedene Köpfe. Also, und meistens benutze ich Cosmo Bowls immer für Dark Blend. Ja, das muss man auch nochmal, der Ömit erzählt das von sich selbst aus nie, aber ich fand das damals extrem krass, als du es mir gesagt hast, weil ich dich mal gefragt habe, warum du nicht sparsamere Köpfe holst, weil es ja schon smart wäre. Ja. Und viele Bars setzen ja extrem darauf, halt auch beim Tabak zu sparen. Und da hat der Ömit gesagt, nee, will er nicht. Also im Omera kriegst du keinen Kopf, wo irgendwie nur 10 Gramm Tabak oder sowas drin sind. Da werden große Köpfe genommen oder halt also normale bis große Köpfe. Also du kriegst keinen Shot. Du kriegst immer eine Türkisch Bowl, wo dann halt auch mal gut 20 Gramm Tabak reingeballert werden. Und mit dem regelmäßigen Kohleservice kannst du den halt easy 2,5 Stunden rauchen. Aber als du mir das so gesagt hast, dass das eine ganz bewusste Entscheidung ist, fand ich stark. Oder auch zum Beispiel bei Funnel, wo er dann die Moon-Köpfe gesagt hat, da passt so wenig Tabak rein. Das möchte ich nicht für die Kunden. Ja. Und ganz zu schweigen von Lowloads und Co. Ja, deswegen in anderen Bars kriegst du einen Lowload, vielleicht, also wenn es eine gute Bar ist, vielleicht einen Lowload oder einen Darkside-Shot. Ja. Oder früher war es auch noch so, dass teilweise Bars mit Sieb gebaut haben. Ich will auch noch mal dazu sagen, ich will mich nicht mal beschweren.
Ist mir immer noch lieber als, wir haben nur Kamin und wir haben nur Virginia. Klar. Ja. Auf Was würdest Fall. Du sagen, wie ist bei euch mittlerweile das Verhältnis von Dark Blend zu Virginia? Also von allen Leuten, die bestellen, wie viel Prozent sind Dark Blend und wie viel sind Virginia? Das ist von Tag zu Tag halt unterschiedlich. Ja, aber so im Monat würde, auf den Schnitt, wie viel von den 500 Euro sind Dark Blend und wie viel sind Virginia? Ich würde sagen, ungefähr so 60% ist Dark Blend. Sogar mehr Dark Blend als Virginia. Also bei uns wird mehr Dark Blend geraucht. Krass. Als, es gibt auch Leute zum Beispiel, die rauchen ja auch nicht Dark Blend pur. Ja, ja klar. Die tun das dann zum Beispiel halb. Ich hätte trotzdem gedacht, dass es in der Shisha-Bar mit Sicherheit 75% Virginia sind. Also mittlerweile geht es dann immer höher. Auch unsere Stammgäste, ein paar von unseren Stammgästen, die wirklich auch nur Virginia geraucht haben, zum Beispiel, die nur Trauben geraucht haben oder so, die mit Traube aufgewachsen sind und mittlerweile rauchen die auch wirklich Dark Blend. Also aufgewachsen ab 18? Ja. Also die rauchen mittlerweile auch jetzt, manche von denen jetzt mittlerweile pur Dark Blend oder Tanges. Aber geht das allgemein auch so ein bisschen von dir aus? Also wenn jetzt zum Beispiel neue Kunden in die Bar kommen und die bestellen einfach einen fruchtigen Kopf, sagst du dann, okay, ich baue vielleicht auch ein bisschen Dark Blend, so mischst du auch? Oder? Nee, ich frage halt so am Anfang, wenn ich die Bestellung von denen aufnehme, gehe dann hin und frage dann zum Beispiel, habt ihr schon mal Dark Blend probiert? Wenn die dann nein sagen, empfehle ich denen das nicht, weil es ist automatisch stärker. Ja, also, ansonsten kippt ihr noch irgendjemand aus den Latschen. Ja. Ist einmal vorgefallen sogar. Ja, einmal vor kurzem. Ja, also... Ja, kann schon passieren. Ja. Klar. Okay, das heißt, wenn jemand kein Dark Blend gewohnt ist, empfiehlst du es gar nicht. Ja, empfehle ich halt wirklich gar nicht. Ja. Also, aber wenn die dann mir, wenn die mich dann da fragen, ja, ich würde gerne zum Beispiel einen Dark Blend probieren, versuche ich den zum Beispiel auch zu empfehlen. Also am besten, halt so am Anfang, die sagen, ich hätte gerne pur. Ich sage so, hast du schon mal geraucht? Die sagen, ja, vor ein paar Jahren. Dann sage ich, komm mal, machen wir es dann so, mein Lieber. Also halb. Mache ich dir dann kannst du nochmal gucken, ob das dann... Ich weiß noch, ich habe einmal den Dario so hops genommen. Das war, glaube ich, auch irgendwo nach einem SWG-Event, waren wir noch mit 20 Leuten bei dir. Ja. Und dann sind wir mit 20 Leuten rein und bei dir, also vorne wird Bestellung aufgenommen, wird eingetippt und hinten kommt nur noch so ein Bon raus und da steht dann drauf, einmal Traube Minze, einmal Apfel als Beispiel. Ne? Und dann habe ich kurz gesagt, komm, ich gehe mit hinter Köpfe bauen, weil wenn auf einmal 20 Bestellungen reinkommen, dann ist das halt geisteskrank viel für einen Hookermaster. Ja. Dann bin ich hinter und habe Köpfe mitgebaut und der Dario wollte 70-30. Ja, ich dachte, er meint 70 Dark Blend. Er meint nicht 70% Dark Blend. Wie sehr hat es ihn aus dem Latschen gehauen? Ja. Aber mittlerweile raucht er auch nur noch Dark Blend, also... Okay. War nicht so wild. Aber ich glaube, da habe ich ihn schon gut hops genommen. Ja, vielleicht. Ja, da war die Nadel drin. Ja, Entschuldigung, Dario, ne? Tut mir leid an der Stelle, aber ey, ich bin halt davon ausgegangen. 70-30 halt, ja? Das natürlich ist das Dark Blend. Ja. Jeder, der in der Runde gesessen hat, können wir sagen, was die geraucht haben? Stimmt. Der Ümit macht sich bis heute drüber. Weißt du, die Leute haben einfach random bestellt. Und dann habe ich halt random gebaut. Und da waren halt sehr viele Köpfe, die waren halt Kiwi-Smoothie-Traube-Minze. Das rauche ich gern. Ich weiß, das ist gut. Ich wollte, dass meine Leute was Gutes rauchen. Also, 90% also waren von den 10 Köpfen halt 8 Kiwi-Smoothie-Traube. Aber es hat sich auch keiner beschwert im Nachhinein. Ja, wird sich auch keiner beschweren, aber... Trotzdem, halt so da, ich sag so, Marv, du musst dir was anderes überlegen. Ja, okay, Kiwi-Smooth-Traube. Aber das hat den Leuten allen geschmeckt. Es war keiner unglücklich. Ja. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Wir haben ja drüber gesprochen, wir wissen jetzt, was ihr für Setups mittlerweile habt. Wie kommt das bei dir zustande? Also, vielleicht nochmal vorneweg kurz dieses Ding erklärt, was wir vorhin schon gesagt haben. Wir haben beide Image-Spezial uns gewünscht. Ja. Jetzt fragen oft Leute, wenn ich zum Beispiel im Stream über das Omera rede, was soll ich denn mal bestellen? Sag mir mal einen Mix. Und ich sag immer, ich bin froh, wenn ich bei euch bin und mir mal nicht selbst überlegen muss, was ich rauche. Und Image-Spezial ist nicht eine bestimmte Kombination. Image-Spezial heißt basically, mach mir was Gutes. Ja, genau. Ja. So, und das Ding ist halt auch, von 20 Image-Spezials, die du bestellst, oder kann ich jetzt nur auf mich beziehen, sind halt 19 geil. Ab und zu machst du auch mal was, was mir nicht schmeckt. Passiert, ja. Ne? Steckt ja, man nicht drin. Halt, das ist halt Geschmackssache. Ja. In jedem eigenen. Also, ich weiß ja ungefähr, in was für eine Richtung du rauchst. Ja. Zum Beispiel genauso auch bei Alex. Ja, Kohle mit Kohle.
Kein Kommentar. Oh, du willst kommentieren, ich weiß es genau. Das Problem ist, du rauchst halt genauso wie ich. Ja, mittlerweile schon. Das sagt auch der Umut, dass ich meine Köpfe extrem heiß rauche. Krass. Halt so, Umut zum Beispiel, der kann gar keine Köpfe mit mir, ich mag es auch nicht mit ihm zusammen zu rauchen. Oder er mit mir, ich mag allgemein meine Pfeife nicht zu teilen. Also ich will immer meine eigene Pfeife. Ja, also ne, das war ja früher, war das gang und gäbe, dass man geteilt hat. Ja. Aber es macht halt auch relativ wenig Sinn. Je länger du Shisha rauchst, umso genauer weißt du, wie du das haben möchtest. Du weißt, wie stark, du weißt, wie hoch, du weißt, wie heiß, du weißt, wie kalt, du weißt, welche Geschmacksrichtung. Und so sollte das dann natürlich auch für dich sein, dass du happy bist. Und je mehr du dich da weiterentwickelst und herausfindest, was du selbst magst, umso mehr oder weniger könnte das halt jemand anderem schmecken. Deswegen macht das nur Sinn, je länger du dabei bist, umso wichtiger ist es halt, eine eigene Pfeife zu haben, die für dich maßgeschneidert richtig ist. Ja, das stimmt. Also nicht nur von der Pfeife, natürlich eher vom Kopfbau, vom Setup. Ja, ja. Sehe ich auch so. Was war jetzt vorher meine Frage, wo wir gerade waren? Wir waren bei... Du hast irgendwas angefangen. Genau, mit? Also ich wollte Image Spezial erklären. Genau, ja. Sprich, Image Spezial ist einfach nur Image, mach mir was Gutes. Ja. Wie findest du raus, was ist denn was Gutes? Hast du irgendwie einfach über die Zeit gelernt, das funktioniert immer gut mit dem? Nimmst du dir zum Beispiel meinen Tea is Good Mix? Da war die Inspiration ein Getränk, was es gab. Ein Grüntee-Eistee, der mit Pfirsich war. Und ich dachte, boah, das schmeckt geil. Vielleicht funktioniert es als Tabak. Ich habe es probiert, hat funktioniert. Ne? Das heißt, Inspiration von woanders holen. Oder wie hast du für dich gelernt, was macht einen guten Mix aus? Also man muss auch die ganzen Tabaks, ich teste wirklich sehr, sehr viel. Also ich rauche wirklich sehr, sehr viele Köpfe und weiß dann halt ungefähr, welchen Tabak mit was ich ungefähr mixen muss. Welche Tabak schmeckt herb, welche schmeckt blumig, welche schmeckt süßlich. Und da mache ich mir dann selber im Kopf eine Kombination. Also wenn ich dann vor dem Regal stehe und mir dann mir oder den Kunden ein Spezial mache, es ist immer, ich sag mal so, wenn ich zu viel darüber nachdenke, kommt da irgendwie nicht so viel gut raus. Also ich mache also einfach Gefühl, nach Gefühl. Ja, vom Gefühl aus und also ich weiß ungefähr, welchen Tabak wie ungefähr schmeckt. Das heißt, du ordnest den für dich in so eine Kategorie ein, ja, das genau. Ist jetzt ein herber, das ist ein süßer, ja. Das ist ein blumiger, ja. Und dann weißt du, der raucht normal immer gerne süßen Tabak, also nimmst du ihm was Süßes, vielleicht noch ein bisschen von herb, vielleicht noch ein bisschen von ja, floral. Genau. Also zum Beispiel ist zum Beispiel, also was der Aaron zum Beispiel selber mir letztes Mal gesagt hat, was er nie im Leben kombinieren würde, wäre zum Beispiel der Tangis von, darf ich die Marke sagen? Die Staffelmarke sagen, oder? Tangis hast du eben gesagt. Okay, du hast welche Sorte? Welche Sorte, genau. Halt so zum Beispiel Eric's Mango. Mhm. Beispiel. Eric's Mango mit was Cremiges mischen. Mhm. Also das ist... Ist immer schrecklich, Mango, sagt ihr. Ja, halt so, das ist jedem sein Geschmack. Ich finde das zum Beispiel, die Kombi finde ich richtig geil. Eric's Mango mit Coconut Shake. Ach so, das ist gut. Das ist gut, ja, Eric's Mango ist, mit cremig. Ja, genau. Ja. Das ist zum Beispiel halt so, so eine Kombination. Man kommt halt so, man probiert sich aus. Man muss das testen, bevor man das auch den Kunden verkaufen tut. Ja, ja klar. Das muss man sowieso. Und daher mache ich mir selber dann zum Beispiel so den Kopf. Also ist das Frühstücksköpfchen nicht nur wichtig für die Arbeitsmoral, sondern auch deine Zeit, um Sachen zu testen, die ja, dann genau. Potenziell also, Kunden kriegen. Ja, das ist halt so, dass ich auch wirklich manchmal neue Sorten kriege oder neue Mischungen ausprobiere. So außergewöhnliche Mischung. Manchmal schmecken die wirklich ekelhaft. Ja, manchmal kommt man rein, wenn wir mal nachmittags ja. Da sind, manchmal kommst du rein mit rauchten Kopf und hat schon so ein langes Gesicht und dann weißt du schon, oh, das Image das, das wird gut. Kein Image-Spezial, ja. Du. Also manchmal kommt es wirklich sehr, sehr gut. Also und manchmal ist es dann so, dass es wirklich ekelhaft ist. Ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen. Trotzdem, also, es wird kein Tabak verschwendet. Ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Köchen, ne? Du, ja, zu Hause oder vor der Arbeit werden neue Rezepte ausgearbeitet und das, was geil ist, das kommt sozusagen in das Menü rein. Ja, genau. Nur, dass das Menü bei dir im Kopf ist. Ja, genau. Man muss das wirklich austesten. Ja. Halt so die Geschmäcker. Ich muss ja ungefähr wissen, diesen Geschmack halt, mit was ich das kombinieren kann, dass es dann auch wirklich gut schmeckt. Halt, das ist immer jedes Mal unterschiedlich. Das hat weißt du, was eigentlich mal eine coole Idee wäre? Wenn du dir die besten Mixes rausschreiben würdest und man da so ein kleines Buch draus machen würde. Also jetzt nicht ein Buch zum Verkaufen, sondern so eine Inspirationskarte. Weißt du, wie zum Beispiel mein Tea is Good Mix, ist ja. Ja auch nicht, du musst genau den Tabak nehmen und du musst genau den Tabak nehmen. Also beim Green Tea
gibt es für mich keine Alternative zum Blackburn. Da ist es der Blackburn. Aber zum Beispiel habe ich am Anfang den Tea's Good Mix immer mit dem Fuck Your Life Peach gemacht. Mhm. Und mittlerweile ist es aber bei mir der Peach von Must Age. Ja. So, ne? So hat sich das bei mir ein bisschen entwickelt. Aber ich meine, der grundlegende Gedanke, dass ein Grüntee-Tabak gut mit einem Pfirsich-Tabak harmoniert, der bleibt ja trotzdem. Und so könnte man vielleicht so ein kleines Image-Spezial-Booklet machen, was man dann mal rausgeben kann, wenn sich Leute nicht entscheiden. Entschuldigung, wenn ich es nicht vergesse, wie Alex vorhin gesagt hat, ich vergesse meistens immer meine Mixe, halt so, ja. Wenn du auch fragen solltest, halt so, wenn ich da in diesem Moment 10 Köpfe habe zu machen, da fragt mich dann da zum Beispiel, wenn die erste Pfeife rausgegangen ist, wenn ich dann rausgehe und frage, schmeckt euch das? Und wenn man mich dann fragen tut, was hast du da reingetan? Dann kommt immer dieses, gib mal einen Schlauch. Ja, weil ich dann meistens das immer vergesse, halt. Ich kann mir das nicht extrem gut... Okay, das heißt, du hast gar nicht genaue Rezepte in deinem Kopf. Nee. Du hast eher so eine Art Guideline in deinem Kopf. Du weißt immer so ungefähr, der passt gut zu dem, der passt gut zu dem. Ja, genau. Und so machst du dann spontan einfach einen Mix. Ja. Ja. Und zum Beispiel weißt du dann noch, okay, der Marvin mag kein Wassermelone. Normal würde ich zu dem einen Wassermelone oder einen Beere machen. Der Marvin mag aber keine Wassermelone, also kommt eine Beere dazu. Ja. So in die Richtung. Ja. Ja, okay, das krass. Das ist vielleicht einfach mal für alle erklärt. In Momera gibt es nicht diese typische Sortenkarte, wo du dann auswählen kannst. Gibt es so, auch, aber die benutzt halt keiner. Ja, die benutzt halt keiner, aber es gibt oder jetzt auch nicht zum Beispiel... Oder habt ihr doch immer noch eine Karte? Wir haben eine Karte, aber da steht nur einfach nur Virginia und Diamond. Ja. Ah, okay. Weil früher stand ja noch Traube, Apfel, Zitrone, Minze. Ja, so die Standardsorten waren, glaube ich, mit drauf. Ja. Ja, aber das sind wirklich halt so, es sind so viele Auswahl. Und es wechselt also, ja auch zu sehr. Ja, und... Ich hole ja nicht immer jedes Mal die gleichen Tabaksorten. Ich probiere mich durch. Also es gibt auch gut, Tabaksorten. Die Basics gibt es ja schon immer. Ja, die Basics sind ja normal. Also die ganz normalen Standardsorten. Entschuldigung. Müssen wir einen Schluck trinken? Ja, aber habe ich gerade nicht. Was willst du haben? Cola? Cola Zero? Red Bull? Weil ich immer das wechsle, also ich habe keine bestimmte Sorte, was ich, also die Standardsorten behalten wir immer. Mhm. Das ist dann halt Standard und ich hole dann immer wieder neue Tabak, was ich auch, da kommt auch wirklich immer neuen Tabak, kommt dann raus. Da können wir dann nicht jedes Mal eine neue Karte machen. Ja, das macht keinen Sinn. Und da haben wir dann überlegt, nur einfach da reinzuschreiben, hellen Tabak und einen dunklen Tabak, als Dark Blend und Virginia. Da rein ist ja eigentlich auch die wichtige Info. Ja, ja. Weil es nur dazwischen eigentlich einen Preisunterschied bei euch gibt. Ja. Das könnte man vielleicht auch mal kurz aufrollen. Genau, wie sind denn eure Preise? Genau, die Preise von Pfeifen. Die Preise von den Pfeifen, wir sind immer noch dann momentan noch gleich geblieben. Aber wir sind gerade am Überlegen. Die Preise ein wenig, nicht viel, halt so zu erhöhen. Mhm. Halt so, wir wollen es dann nicht übertreiben. Haben wir uns mit Man muss gesetzt. Halt so momentan, es ist 13 ist Virginia und Dark Blend ist 15. Aber natürlich auch völlig unabhängig von der Pfeife und vom Setup. Ja, ja, also im Homera gibt es nicht so Späße wie, du nimmst jetzt eine besondere Pfeife und zahlst dann 25 Euro Aufpreis für die Pfeife. Genau. Nee, das finde ich auch sowieso Quatsch, halt so sowas. Ja, ich sag mal, wenn du eine McCloud Exclusive holst oder so, fände ich es schon fair, wenn man da sagt, okay, dann nehmen wir mal 3-4 Euro mehr. Wenn das die Leute wollen, können sie es machen, aber es wird ja keiner gezwungen. Aber wenn du sagst, er erhöht die Preise, also klar, freut sich natürlich niemand drüber, aber auf der anderen Seite, wenn du da eine russische Pfeife kriegst, du hast eine Caesarbowl drunter, ihr nehmt keine kleinen Köpfe, ihr macht euch wirklich Gedanken bei der Tabakauswahl und Co. Also ich sag immer dazu, also erstens, in Frankfurt kostet ja gefühlt mittlerweile jede Pfeife zwischen 15 und 20 Euro, teilweise sogar drüber. Ja. Und dann kriegst du halt 0815 NPS mit Kamin oder VUCA mit Kamin. Ja. Nichts gegen VUCA oder wenn jemand gerne Kamin raucht, macht das. Aber für die meisten Enthusiasten wäre es halt auf jeden Fall das schlechtere Setup. Sprich, im Homera kriegst du eine 1A-Tip-Top-Qualität an Pfeife und ihr seid sogar noch günstiger als die Konkurrenz, was ja eigentlich sinnlos ist. Ja, ja halt, aber wir wollen es auch nicht jetzt so übertreiben. Ja. Halt, da muss man auch an die Leute ein bisschen denken. Ja, ja es wird alles teurer, ne? Jeder hat weniger Geld. Ja, genau. Es wird alles teurer und da muss man das jetzt nicht das ausnutzen und direkt die Preise um 3-4 Euro erhöhen. Man muss ja auch sagen, wann habt ihr auf 15 Euro erhöht? 2 Jahre? Nee, noch nicht so lange, oder? Noch nicht so lange? Nein, nicht mal so lange. Mit der neuen Karte erst, oder?
Ja, wie lange? Ist das nicht 2 Jahre her? Ich glaube, das ist schon eine Weile. Ist schon und davor war der ja auch die ganze Zeit, da haben ja super viele Leute von sich aus gesagt, ihr seid zu günstig. Ah, ihr seid Dummköpfe, so eine gute Qualität für so wenig Geld herzugeben. Das stimmt auch. Also ich meine, früher muss man vielleicht dazu sagen, da hast du einen traditional, also Doppelabfahrtraummünze hat 8 Euro gekostet. Ja. Ja. Das in der Zeit, wo du in Frankfurt schon 12 bezahlt genau, hast, also 50% mehr. Dann 10 Euro für einen Virginia-Kopf. Wir sind auch Dummköpfe, ne? Wo ist denn deine Bar? Ja, stimmt. Haben wir noch gar nicht gesagt. In Obertshausen, Wilhelmstraße 6. Ja, von Frankfurt so ungefähr 20 Minuten. Omera Shisha Lounge. 15 Minuten. Ja, kommt drauf an, wo du bist. Ja, genau. Ja. Omera Shisha Lounge könnt ihr auch bei Instagram suchen. Ja, Google ist auch eingetragen. Genau. Für Navi direkt. Ja, da haben wir doch gar nicht gesagt. Das ist voll dumm. Wir wollen halt nicht, dass so viele Leute hinkommen, dass wir wenigstens wieder... Ja, der Zug ist abgefahren, ja, Alex. Weiß. Vergiss es. Manchmal ruft mich der Alex an, der sagt so... Kann ich vorbeikommen? Ist noch viel los? gestern hat der Alex gesagt, hat er von Weihnachten erzählt, wo er seinen Bruder noch gefragt hat, ist noch Platz? Sein Bruder sagt, ja, er kommt an, alles full. Ja. Ich hab zu seinem Bruder gesagt. An der Stelle, wenn ihr ins Omera wollt, egal an welchem Tag, ruft an und reserviert. Ja, gerade wenn ihr einen weiten Weg habt, schreibt einfach kurz eine Nachricht auf Insta, ruft einfach kurz an. Einfach immer kurz reservieren. Ja, dann wisst ihr, dass ihr einen Platz habt. Manche Leute kommen wirklich dann vom Weiten, halt so reservieren nicht. Also tut mir den Gefallen, wenn ihr vom Weiten kommt, dann reserviert erst recht. Also, wenn am Ende seid ihr am Arsch. Irgendwie tut es im Herzen weh, euch wegschicken zu müssen. Also, aber ihr seid die, die dann 100, 200, was weiß ich, wie viel 100 Kilometer gefahren seid. Und dann müssen die Jungs euch sagen, ist full, was willst du machen? Letztes Mal war es so, ich saß da auch mit meinen Verlobten, mit meinem Cousin, alles so drum und dran. Da sind dann wirklich Jungs, knapp, was haben die gesagt, 150 Kilometer sind die von Entfernung gekommen und die haben nicht reserviert gehabt. Das ist aber auch einfach dumm, warum reserviert ihr denn nicht? Wenn ihr so weit fahrt, dann will ich doch wissen, dass ich safe einen Platz habe. Ich habe auch zu den Jungs gesagt, Jungs, hättet ihr reserviert, haben die nicht. Da sind wir dann halt so nach 10, 15 Minuten sind wir dann da aufgestanden gegangen, dass die Jungs auch da einen Platz haben. Und nachdem wir dann aufgestanden sind, auch sind andere Leute aufgestanden. Da mussten perfekt. Aber war dann, Glück gehabt. Ja, aber wir sind trotzdem aufgestanden gegangen. Dass die, danach kamen noch andere Gäste, dann hatten die dann Platz. Ja. Nee, aber wenn ihr einen weiten Weg habt, reserviert auf jeden Fall. Ja. Das ist gut für euch, das ist gut für die Jungs im Omera, ist gut für uns. Manchmal habe ich sogar keinen Platz, wenn ich privat dahin gehe. Ja, same. Ja. Same. Wie gesagt, ich rufe mittlerweile jeden Tag an. Ich auch. Ich schreibe immer vorher Ümit mittlerweile. Ich gehe, außer es ist mal unter der Woche um 16 Uhr, dann ist relativ safe. Dann ist safe, Dann wirklich halt so. Aber es kam auch schon vor, dass ich mir dachte, Mittwoch, es ist 12 Uhr nachts, ich gehe noch ein Köpfchen im Omera rauchen, komm da rein, alles voll. Ja. Digga, geht keiner von euch früher arbeiten oder was? Warum ist hier alles voll? Ja, zu 100%. Passiert auch. Ja, das passiert. Ab und zu. So, wo waren wir denn gerade? Preiserhöhung. Ja. Das 10 Euro waren früher Virginia und wie viel hat früher noch Dark Blend gekostet? Dark Blend hat gekostet 10er. Na, dann ist das aber noch früher. Nee, also wir haben... Tradi 8, Dark Blend 10. Ja genau, damals hatten wir das dann so. Zwischen wenn du das heute hörst, ein 10er und du kriegst so eine Pfeife. Ja. 10er und halt so Virginia und Dark Blend hatten wir einen einzigen Preis. Nur einzige Preis, was höher war, war Tangis. Ah, okay. Das waren die 12. Tangis war 12. Ah, okay. Und restlichen alles halt so, wir hatten so ein 8, 10 und 12. Und danach, wo wir dann die neue Karte gemacht haben, war das dann so, dass wir uns dann gedacht haben, okay, komm, wir machen jetzt dann nicht 3 Preise und wir bleiben jetzt bei 2 Preisen, 13 und 15. Fertig. Und das hat halt da viele Leute genervt, weil Traubenminze damals dann 8 gekostet hat und auf einmal dann 15. Nee, 13, oder? 13. Ja, das sind trotzdem 5 Euro mehr. Ja, genau. Und das hat dann halt viele Leute gestört, weil wir auch... Ja, bei einer Preiserhöhung wird es immer ein paar Leute geben, die das scheiße finden. Wir haben dann halt das Ding versucht zu erklären, gesagt, ey, guck mal, Traube kostet genauso viel wie die anderen Tabaksorten. Ja. Das hat keinen Unterschied. Ja. Halt so, da gibt es kein Dings. Ja, klar, aber wenn du das so überlegst, natürlich, die Packung Traube kostet nicht weniger als Zitrone oder irgendwas anderes. Ja, genau. Und da haben wir dann uns so gedacht, dass wir dann 2 Preise haben, dass wir dann nicht jedes Mal dann 3 Preise da machen müssen. Mhm. So sind wir dann bei dem Preis angekommen. Und jetzt mittlerweile wird ja noch alles noch teurer. Ja. Da haben wir uns überlegt,
jetzt nochmal Preiserhöhung, ja. Aber wir wollen es halt dann nicht. Dann beides übertreiben. Um 2 Euro oder was? Nee, nur um 1 Euro. 1 Euro. Ja, okay. Aber das ganz ehrlich, das ist immer noch das günstiger dann, als ja. jede Bar hier im Kreis, würde ja. ich sagen. Und besser. 14 und 16 ja. wird es dann. Ja, ist okay. Ja, das halt. Ja, was willst du machen, wenn ja. du dir überlegst, wenn ja. die Tabakpreise gestiegen sind? Ich meine, das ja, müsst ihr ja leider auch umsetzen. Jahren, also innerhalb ja. der letzten 2 Jahre 25 Gramm Steuererhöhung, das kommt, das ja. rechnest das du ja alles drauf. Und da kommt ja auch nochmal jetzt nochmal mit den Getränken, 19% ja. Steuer und alles. Stimmt, das ja. trifft euch ja auch in der ja, Gastro, genau. natürlich. Das haben wir uns auch was überlegt, halt so, wir wollen das auch nicht übertreiben. Wir haben das zum Beispiel ausgerechnet, mhm. wie viel diese 19% sind. Ein Beispiel, bei uns kostet normal ein Red Bull 3,90 Euro. Mhm. Und da haben wir überlegt, 3,90 Euro, den 19% noch dazu, mhm. was es dann kostet. Dann kostet beziehungsweise 12, weil 7 sind ja schon drauf. Also 12% wird es ja, genau. ja mehr. Genau, das haben wir dann ausgerechnet. Und es sind dann halt jeweils bei Getränken, sind es dann bei manchen sind es dann 40 Cent, bei manchen sind dann 30 Cent. Werden wir halt leider krumme Beträge haben. Also ein Beispiel. Ja gut, aber also lieber zahle ich dann nicht, ich meine, es ist ja jetzt auch 3,90 Euro, ist ja auch nicht glatt, aber sagen wir mal, ein Red Bull hätte 4 Euro gekostet, ist mir trotzdem lieber, wenn ihr dann sagt, das kostet jetzt 4,30 Euro, statt ja. wegen einem geraden Betrag dann auf 4,90 Euro hochzugehen. Genau, ich wollte gerade sagen, weil viele hätten einfach gesagt, okay, wir schlagen einfach auf 50 oder 90 ja. komplett auf. Ja, ja genau, also, und da haben wir uns dann überlegt, nur die Beträge halt hochzumachen, das nur Dings ist. Und bei jedem Getränk wird es dann sozusagen um. Ja, gut, da kann man einfach fairerweise sagen, bei der Preiserhöhung von den Getränken, da müssen sich die Leute nicht bei euch beschweren, sondern ja. bei den Leuten, die sie gewählt haben. Ja, ist doch so. Also ja, war ja nicht eure Entscheidung, ja. dass es teurer wird. Und wenn ihr dann sagt, okay, wir geben einfach nur die Steuer weiter, 1:1, dann ist das halt leider so. Genau, das werden wir dann halt machen. Ja. Wie würdest du allgemein, wo wir eh gerade schon beim Thema Geld sind, sagen, wir haben ja alle mitgekriegt, während Corona ist der Shisha-Hype komplett durch die Decke gegangen. Es gab 10.000 neue Läden, es gab 10.000 neue Leute, die mit reinkommen, aber tausende Pfeifen, die verkauft wurden und. Mhm. Und jetzt hat sich das Ganze wieder so ein bisschen beruhigt. Also es war praktisch so ein übelster Peak. Der ja, Peak ist jetzt ein bisschen runtergegangen. Und aber wie würdest du sagen, ist bei euch immer noch voll genug? Seid ihr happy? Seid ihr glücklich mit dem, was ihr verdient? Ich sag mal so, also da macht es schon gerade also ein bisschen Unterschied, wie viel wir jetzt dann verdienen. Mhm. Ansonsten halt so, es ist... Aber ihr, seid ihr noch happy damit? Ja, natürlich. Also ich sag mal so, solange uns das... Also ich sag mal so, man macht den Job wirklich auch, um was zu verdienen. Das ist ja klar. Ja, natürlich, natürlich, du musst, das ist ja klar. Also, und, egal wie viel Spaß dir ein Job macht, es ist ja, ja nichts wert, wenn du damit nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten genau, kannst. Das ist also, ansonsten. Und ihr seid ja eine der wenigen Shisha-Bar-Besitzer, die kein E63 AMG fahren. Na, das finde ich auch sowieso. Es sollte nur ein kleiner Joke sein. Das ist egal. Magst das, du nicht, ja. Ja, das mag ich gar nicht. Also. Aber seid ihr happy mit dem, wie es läuft? Ja, sehr sogar. Halt wirklich, halt so momentan, wir hätten es auch wirklich gedacht, dass dann ein bisschen abwärts bei uns gehen wird, aber es ist immer noch so, wie es ist. Ja. Es ist auch was normal, dass es ein bisschen abnimmt, halt so die Leute, es wird alles teurer, die Leute können sich das nicht mehr so viel leisten. Es sind viele Faktoren, ne? Es ist nicht nur, dass Tabak teurer geworden ist und der Shisha-Corona-Hype rum ist. Wenn du dir überlegst, wie die Gaspreise hochgegangen sind, Lebensmittel, generell die Inflation halt einfach. Und dann auch noch der Vergleich, während Corona konnte man halt kaum Geld ausgeben. Ja. Und jetzt wollen die Leute halt auch mal wieder in Urlaub und wollen auch mal wieder irgendwie rausgehen und essen gehen und so. Ja. Und das Geld hat man dann vorher in irgendwelche Online-Shops geballert, weil man es sonst eh nicht raushauen konnte. Und das fehlt natürlich. Plus ist es alles teurer geworden. Also es sind mehrere Faktoren als einfach nur, die Shisha-Szene ist kleiner. Ja, die Leute, die wegen dem Corona-Hype da waren, die sind weggefallen. Aber es sind halt einfach viele Faktoren. Aber am Ende des Tages, wenn du sagst, ihr könnt euch nicht beschweren, dann ist ja schon geil. Ja, also ich sag mal so, es läuft. Also man kann nicht sagen, es ist so wie früher, aber das läuft trotzdem. Wie meinst du, es ist nicht so wie früher? Also wie während Corona, wo ihr aufhaben durftet? Oder wie vor Corona? Vor Corona kann ich schon sagen, halt so, das war schon ziemlich gut. Mhm. Das war wirklich halt so sehr... Also das trotz, dass damals die Preise relativ viel niedriger waren, würdest du sagen, habt ihr da mehr verdient, als ihr jetzt nach Corona verdient? Ja.
kann man schon so wirklich so sagen. Halt so die Leute, zum Beispiel, wenn die einmal, früher sind die dann zum Beispiel jeden Tag rausgegangen, mhm, weil die Preise wirklich auch niedriger waren. Die sind da hingekommen, haben einen Tee genommen, eine Pfeife genommen, die sind mit 10 Euro da raus. Jetzt mittlerweile, halt so, wenn die einen Tee und eine Pfeife nehmen, sind die bei 15 mittlerweile. Ja. Halt, das ist schon 5 Euro Unterschied. Und ja, wenn man das dann auf die Woche umrechnen sollte, mhm, macht das schon dann viel. Auch was, im Monat ist dann noch was, mehr. Was würdest du sagen, eure monatlichen Einnahmen, ohne die zu leaken, aber prozentual, wie sehr sind die gesunken im Vergleich vor Corona zu nach Corona? Halt, nach Corona war es ja noch immer noch in Ordnung. Nee, also im Vergleich zu jetzt. Ja, gleich zu jetzt ungefähr 15-20%. Okay, oh, das ist verkraftbar. Also ja, muss man fairerweise sagen, für die wirtschaftliche Lage, in der wir sind, im Vergleich zu vorher, ist das ja noch High Performer, würde ich sagen. Ah, ja, wirklich. Also, ja, ja, wenn klar, du ja, ja, im Vergleich zu dem Vor-Corona-Boom ja und Co., wenn du da nur 15% weniger jetzt ja verdienst, dann bist du, glaube ich, noch bei den würde Gewinnern, in Anführungszeichen. Kommt dann natürlich auch dem Omera zugute, dass es halt eine relativ kleine Bar ist und die Auslastung davor und danach, also die Auslastungseinbußen sind nicht so hoch ja wie jetzt bei größeren Bars, sage ich mal. Aber würdest du jetzt zum Beispiel auch sagen, jetzt mal auf dieses Corona-Thema zurückzukommen, dass du viele Shisha-Bargänger, sag ich mal, verloren hast, die jetzt angefangen haben, zu Hause zu rauchen, gar nicht mehr in Bars gehen, weil es teuer geworden ist? Oder würdest du sagen, die Leute, die jetzt während Corona sich eine eigene Pfeife, ein eigenes Setup zusammengestellt haben, dass die immer noch in Sumera kommen, da ihre Pfeife rauchen? Nee, die kommen halt so immer noch, aber nicht mehr so regelmäßig okay wie vorher, mhm, weil die auch eine eigene Pfeife dann jetzt zu Hause haben. Zum Beispiel Sommer ist es dann noch extremer, weil Sommer, jeder will dann draußen rauchen, Terrasse rauchen. Ja. Leider haben wir keine Terrasse, ja, können wir es leider nicht machen. Aber ansonsten kommen die Leute immer noch. Also ja, ich glaube, die Stammgäste bleiben sagen, Stammgäste. Ja. Die auch dahin kommen, wirklich, die sagen, es ist genauso, wenn ich zu Hause mir einen Kopf anmache und zu Hause rauchen würde. Das ist genauso. Da sagt manche, die sagen viele, halt so, wir gehen auch in anderen Bars, sagen die halt so, wir kriegen ein Setup mit Kamin und einem Tonkopf oder einem Kaiskopf, kriegen wir dann da und wir bezahlen mehr wie bei dir. Ja. Und wenn wir zu dir kommen, fühle ich mich dann wirklich dann wie zu Hause, ob ich dann zu Hause einen Shisha rauchen würde. Ja. Das macht mich ja wirklich dann sehr glücklich, dass die Leute sagen, ich fühle mich wie zu Hause. Ja. Also das finde ich schön. Ja, safe. Also ich muss auch sagen, so, es trifft ja auch manchmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mal, ob du das schon gehört hast, so auf Unverständnis so in der Blogger-Szene jetzt mal genommen, so warum ich oder warum wir jetzt noch so regelmäßig in Bars gehen, ja, ja, oder regelmäßig also, zu Mera gehen. Nicht mal auf andere Blogger bezogen, weil also mit den Bloggern, mit denen ich viel Kontakt habe, die kennen eigentlich auch alle mittlerweile so Mera. Ja, aber also so früher war das gerade so. Ja, das halt so also bei so mir sind es immer noch Zuschauer. Ne? Also mhm, wir hatten mal drüber geredet, was macht eine gute Shisha-Bar aus und so. Und da haben auch viele gesagt, Digga, ich gehe doch nicht in Shisha-Bars, bist du blöd? Genau. Da kriege ich ein Setup, was halb so gut ist wie zu Hause, bezahle 5-mal so viel Geld und die Leute, also man muss ja auch mal fairerweise sagen, je nachdem, wo du wohnst, hast du halt maybe nicht eine Bar, die ja so gut ist oder auch nur ansatzweise so gut ist wie Sumera. Genau, deswegen. Und dann kann ich diesen Standpunkt ja auch geisteskrank nachvollziehen. Ja. Ne? Also ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist, aber früher, so am Anfang, ne, als wir auch noch Kamin-Setups mhm gewohnt waren, bei mir war das normal, dass ich in der Woche in 3, 4, ja, manchmal 5 verschiedenen Shisha-Bars war. Manchmal sind wir freitags losgezogen, sind in die erste Bar am Kopf geraucht, sind in die zweite Bar ja am Kopf geraucht, sind in die dritte Bar gefahren, haben noch 1, 2 ja Köpfchen geraucht. Ja, früher ja war das so. Ja, aber so mittlerweile so bin ich vielleicht, sagen wir mal, ich bin im Jahr, ich würde sagen, ich bin im Schnitt einmal die Woche in der Shisha-Bar. Ja. Und von den 56 Shisha-Bar-Besuchen sind vielleicht 2 oder 3 eine andere Bar als Sumera. Ja, ich weiß auch noch, wie es... Und ich bin auch nie glücklich. Nee, ja, ist leider so. Ja, ist übertrieben. Ist ne, es gibt zum Beispiel die Blubberbar, die ist solide. In der Simba kriegst du einen soliden Kopf. Das ist eine Ausnahme, ja, genau. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Berlin zum Beispiel war, ich jetzt letztes Vikings Jahr... Vikings. Wenn ich da im Vikings geil bin, dann weiß ich auch, okay, ich kriege einen Kopf, ich kann ja mich entspannen. Aber es ist wirklich so, ich gehe mittlerweile auch nur noch in Sumera. Ja. Weil ich weiß, okay, wenn ich da hingehe, dann lohnt sich auch, das Geld auszugeben. Ja. Ich weiß, ich kann mich da einfach hinschillen. Du weißt, du kriegst einen guten Kopf. Genau. Ja. Und früher war es ja auch so, dass ich zum Beispiel mit meiner Freundin in der Woche in 2 verschiedenen Bars war. Oder dass wir ja wirklich einfach Bars getestet haben. So ja, safe, wir auch.
Und mittlerweile ist das bei mir komplett weggefallen, weil du leider schon im Vorhinein weißt, das wird wahrscheinlich nichts. Genau, und bezahlt aber viel zu viel Geld dafür, was du bekommst. Ja, wenn du in Frankfurt in irgendeine Szenebar gehst, also wenn ich weiß nicht, was gibt's denn so? Ich weiß, also Belfort? Zum Beispiel, oder hier Ober oder sowas. Ja. Also es gibt, in Frankfurt gibt es halt viele von diesen Bars, die bieten Shishas an, aber es ist halt mehr so eine Bar-Bar. Weißt du, also du gehst da hin, um was zu trinken und nebenbei gibt es halt auch eine Pfeife so, aber die legen halt nicht so einen unglaublichen Wert auf die Pfeife. Und im Omera ist es halt genau umgekehrt. Das ist nicht eine super fancy Bar. Du musst dich da nicht geisteskrank schick machen und es geht nicht um Sehen und Gesehen werden. Das ist, du gehst mit deinen Leuten eine geile Pfeife rauchen, du hast einen gemütlichen Ort, wo du dich wie in einem zweiten Wohnzimmer fühlst und kriegst einfach eine geile Pfeife. Und vor allem ist es keine Club-Atmosphäre von der Lautstärke. Ja, das auch. Nee, das, aber das beste Beispiel aber ist ja, ich meine, es ist ja nichts falsch an beiden Optionen. Nein, natürlich nicht. Es ist halt nur die Frage, was man was will. Und wir als Shisha-Enthusiasten nehmen dann natürlich das Omera. Wenn sich jetzt irgendjemand denkt, ja, Pfeife kann man einmal im Monat rauchen und wir wollen in eine schöne Bar gehen und wenn wir dann noch ein paar Mädels vielleicht kennenlernen, zum auch super. Oder sowas genau. Und dann noch feiern gehen danach, dann ist vielleicht sowas anderes für euch das Richtige. Also das beste Beispiel für mich war ja, dass also nach dem Shindy-Konzert wollten wir dann noch mit den Jungs in eine Bar gehen, sind dann in Frankfurt in eine Bar gegangen und es war einfach nicht erfüllend. So, du saßt da gesessen, du weißt, du gibst einfach viel zu viel Geld gerade aus. Was hat dein Kopf gekostet? Ich glaube, ich habe einen Trauminze geraucht für 15 oder 20 Euro. Und halt Getränke auch weitaus teurer als. Naja, so ein Red Bull kriegst du in Frankfurt eigentlich nicht unter einem Fünfer. Und dann saßen wir halt auch da und dachten so, eigentlich könnten wir schon noch mal ins Omera fahren und eine richtige Pfeife rauchen. Ja, und dann sind wir halt wirklich um 12, 1 Uhr noch mal alle Richtung Omera gefahren, einfach nochmal eine gescheite Pfeife zu haben, wo wir wissen, wir kriegen was Gutes. Ja, es ist leider traurig. Ich kann ich auch noch mal kurz dazu erzählen. Ich bin ja gar nicht so, dass ich sage, jede Shisha-Bar darf nur noch Dark Blend anbieten und müssen nur noch Funnel und Meerloch mit HMDs haben. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn du in eine Shisha-Bar gehst, dann sollte man sich ja grundlegend damit auskennen und seinen Kunden bieten, was sie wollen. Und wenn die meisten von den Kunden einen Kamin wollen, ist das ja vollkommen fein. Aber für die paar Leute, die dann mal einen Funnel oder einen Meerloch und einen Dark Blend wollen, also gerade jetzt in Zeiten von 25 Gramm, dann holst du dir eine Cosmo Bowl, die kostet dich 15 Euro. Dann holst du einen Onmo, der kostet 25 Euro. Dann holst du noch holst einmal 10 Dosen 25 Gramm Dark Blend, dann bist du ein Fuffi los. Und wenn das bei dir nicht viele rauchen, dann reicht dir das ewig. Aber wenn mal jemand kommt und der hat da Bock drauf und du sagst ihm, ja, hab ich da. Rauchen bei uns nicht viele, aber 2, 3 habe ich da. Musst dir halt darunter was aussuchen. Vollkommen fein für mich. Ich will gar nicht, dass jede Bar auf der ganzen Welt nur noch Darkblend und krasse Setups hat. Aber so ein bisschen was da haben für die Leute, die Bock drauf haben, wäre geil. Ich würde sogar noch einen Step weiter zurückgehen. So was mich oftmals in Bars stört, wenn ich jetzt gerade so in anderen Großstädten bin, ist mir das aufgefallen, dass da gar kein Grundverständnis von dem Thema Shisha ist. Ja. Also die müssen nicht so ein Wissen haben wie wir, auf gar keinen Fall. Aber wenn ich halt in eine Bar gehe... Flex, Bro. Nein, aber du weißt, wo ich hin will. Also ich weiß, was du meinst. Ich saß in München, glaube ich, war das. Saß ich mit meiner Freundin in der Bar und dann habe ich auf einmal Black Nana von Alfacher geraucht. Ja. Weißt du? Also das sind so Dinger, wo... Ich habe mal nach Dark Blend gefragt, dann war so, Dark Black haben wir nicht. Also Dark Black was? Ja. Und das sind einfach so Grundverständnisse, wo ich wünschen würde, dass das wenigstens sitzt. Also selbst wenn ich, keine Ahnung, von mir aus einen Funnel unterm Rand gebaut bekomme, ist immer noch besser als Tonkopf mit Alufolie und Kamin. Ja. Ich hatte mal Dings Dark Blend bestellt. Das vergesse ich nie. Ich habe Dark Blend bestellt. Er hat mir Black Nana gebracht als Dark Blend. Er hatte den Virginia als Dark Blend verkauft oder er hatte den Dark Nana? Weil es Black Nana heißt. Ah. Hat der verstanden, dass ich habe Dark Blend gesagt und die haben Black Nana. Das werde ich nie vergessen. Ja, das ist einfach so. Dark, Black, passt. Der bringt mir das als Tradi. Ich gucke mir das an. Ich sage so, ich hatte Dark Blend bestellt. Der sagt, doch, da ist Dark Blend. Ich sage so, ich mach hoch. Ich denke so, das ist Traubenminze. Ich sage, das ist Traubenminze. Der sagt, ja, Black Nana. Ich sage, nee, Dark Blend. Ja, es ist wirklich. Das war schon ein. Das ist so.
immer wieder meine Anekdote. Wenn du in ein Restaurant gehst, erwartest du, dass sie gutes Essen zubereiten können. Wenn du zu einem Arzt gehst, erwartest du, dass er sich mit Medizin auskennt. Wenn du in eine Werkstatt gehst, erwartest du, er kennt sich mit Autos aus. Wenn ich in eine Shisha-Bar gehe, erwarte ich, dass man ein grundlegendes und wirklich nur grundlegendes Verständnis von Shisha hat. Also wenn, ich musste nicht Darkblend anbieten, aber wenn jemand, der sich, gut, meistens heißt in Deutschland Shisha-Mann, aber wenn sich jemand Hookah Master schimpft, und dann nicht versteht, es gibt die Kategorie Virginia-Tabak, es gibt die Kategorie Darkblend-Tabak. Also musst du dir ja wirklich nur eine halbe Stunde Zeit nehmen und dich informieren und dann weißt du das ja schon. Ja. Ja, ist ja eigentlich same, als ob du jetzt in eine normale Bar gehst, bestellst einen Mojito und kriegst einen Cuba Libre. Ja. Weißt du, das ist halt, das wird, stell dir vor, wie da die Gesichter aussehen. Ja, oder ein Whisky sauer auf einmal mit Wodka statt Whisky. Ja, und in der Shisha-Szene ist das irgendwie so ein Ding, dass du bestellst einfach irgendwas und bekommst auch irgendwas, als das wurde. Ich glaube, das Traurigste ist, die meisten Leute sind damit zufrieden. Genau, und das ist das Problem. Ja. Zum Beispiel ich. Also ich meine, solange sie zufrieden sind, ist ja okay eigentlich, ne? Also ich weiß auch zum Beispiel nicht, wo ich Shisha rauchen gehen soll. Wenn ich nicht in einen eigenen Laden, halt so, wenn ich nicht in Umera rauche. Ja gut, ich meine, wenn du an deinen freien Tagen auch im Umera sitzt, dann sagt das ja auch schon mehr als genug. Ja, weil ich würde gerne, ich habe es wirklich gemacht. Ja, also ich vermisse es auch. Ich bin zeitlang wirklich in anderen Bars gegangen, halt so, hab da wirklich in den Kopf geraucht. Das hat nicht geschmeckt und irgendwann war das dann wirklich sogar... Irgendwann gibst du auf. Ja, wirklich. Dann hat sogar, meine Freundin hat das sogar, mein Verlobter hat das sogar selber gesagt, Schatz, ey... Ich saß sogar neben euch, ich erinnere mich daran. Ja, die hat selber gesagt, Schatz, bevor wir irgendwie woanders so viel Geld ausgeben und das schmeckt uns dann am Ende nicht, gehen wir hin zum Lehrer. Aber ich sag so, ja, wir können auch woanders, ich will auch woanders hingehen. Ja, man hat ja auch mal das Bedürfnis, was Neues zu testen und was Neues zu sehen. Es war ja auch schon öfters so, dass wir irgendwie zu dritt, zu viert, zu fünft mal zusammen essen gegangen sind. Ja. Und dann halt gerade du gesagt hast, so, ich will mal nicht in meinen eigenen Laden. Und dann nachvollziehbar, Digga. Ja, natürlich. Wenn du 300, also gut, mittlerweile hast du ja mal ein paar Tage frei, aber trotzdem dann, wirst du 250 Mal im Jahr da sein. Dann ist das nachvollziehbar, wenn man sagt, eigentlich würde ich gerne mal was anderes sehen als meinen Arbeitsplatz. Ja. Und dann sitzt mir halt da und denke so, ja, wo kann man denn hingehen? Halt so, was lohnt sich denn überhaupt? Eine Handvoll Bars. Ja, genau. Was bei mir früher zum Beispiel noch gang und gäbe war, ich habe dann tatsächlich in meinem Auto immer ein Set gehabt mit einem Kopf, einem HMD und dann bin ich in die Bars, wo wir dann regelmäßig hingegangen sind, zum Beispiel Soare, ja, ist für mich das beste voll Beispiel. Soare-Zeit, ja. Mit dem Besitzer habe ich schon so viel gesoffen, dass er nicht mehr heimfahren konnte und ich heimgefahren wurde. Und also die kannte man dann irgendwann gut, weil man oft da war. Dann hatte ich immer einen Kopf und ein HMD in meinem Auto, manchmal noch ein bisschen Darkblend, wenn die nichts da hatten. Und dann bin ich da immer reingedackelt mit meiner kleinen Tasche und habe gefragt, hallo. Und dann kanntest du irgendwann die Hookah Master und dann warst du so, Kevin, dürfte ich mir heute mal wieder mein Köpfchen selbst bauen? Ja, komm rum. So, und dann stand ich da hinter der Tabaktheke und habe mir meinen Kopf gebaut. Habe einen vollen Preis bezahlt, habe meinen Stuff benutzt, habe den auch selbst wieder sauber gemacht. Ja, klar. Ja, einfach nur, weil du mal wohin gehen wolltest, aber du wolltest halt nicht, die Qualität von deiner Shisha sollte halt nicht unzufriedenstellend sein für einen selbst. Zum Beispiel das Chillout, wo ich hin und wieder nochmal hingehe in Rödermark. Da ist auch, da weiß ich, okay, da steht. Da ist immer dein Smash-Tournament, ne? Genau. Ja, ja. Und da weiß ich, da stehen so 2, 3, 4 Funnels. Die haben immer so ein bisschen Darkblend da weiß ich, okay. Das ist doch alles, was sein muss. Mehr muss doch nicht sein. Ja. Wenn die Leute normal einfach ihren Kamin rauchen wollen, ist ja völlig fein für mich, wenn ich dann trotzdem einen Funnel mit Darkblend bestellen kann. Ja. Und das ist halt so, es wäre so einfach. Eigentlich schon. Ja. Eigentlich wäre es nicht schwer. Vielleicht sollte ich mal ein Video machen. Jeder Hookah-Master in Deutschland muss dieses Video gucken. Ja. Wo man einfach einmal sagt, das ist ein Tonkopf mit Kamin, das ist ein Funnel mit HMD, so könnte man das mit Alufolie bauen. Es gäbe auch noch Apple on top, es gäbe auch noch dies, das, jenes. Es gibt 2 Kategorien an Tabak, es gibt Virginia-Tabak, es gibt Darkblend-Tabak, die haben verschiedene Stärke. Shisha-Mann 101. Hookah Master for Dummies. Ja, oder? Das ist auch schwer zu bauen. Nein, sich ist es wirklich nicht eine große Aufgabe. Da musst du nichts anderes machen, genauso wie wenn du Virginia baust. Ja. Ja. Es machen nur leider zu wenig und deswegen sind wir sehr froh, dass du das machst mit. Wir bedanken uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind froh, dass wir dich doch noch überreden konnten, mal bei einer Folge dabei zu sein. Ja, das hat auch wirklich auch Spaß gemacht und war es jetzt sehr schlimm im Nachhinein. Die Nervosität ist jetzt schon komplett weg, kann ich schon sagen. Ja. Halt so am Anfang war das schon wirklich so ein bisschen. Ja, aber ne, wie wir dir gesagt haben, irgendwann unterhältst du dich einfach. Der einzige Unterschied ist, du hast so ein Mikro in der Hand. Ja, genau, man vergisst wirklich. Ach, ja, deswegen bewege ich. Alex hat mich auch vorhin so. Der macht so zu mir. Mikro. Ja, ich vergesse manchmal ein Mikro genau hier vor mir zu halten. Es ist ungewohnt.
Ja, und der, der gerade anruft, der soll mal aufhören, bitte. Du kannst jetzt gleich drangehen, Ümit. Danke, dass du dabei warst. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ihr es so mehrere nicht kennt und ihr irgendwann mal in der Nähe von Frankfurt seid, schaut mal vorbei. Reserviert aber bitte vorher. Dann wissen wir auch immer, ob wir einen Platz kriegen oder nicht. Ümit, Dankeschön. Bitteschön. Ja. War sehr schön. Freut uns. Hat schön, dass du gut reingekommen bist und du jetzt nicht sagst, es war schrecklich, ich will das nie wieder. Das kriegen wir gleich erst gesagt, weißt du? Wahrscheinlich, ja. Aus ist. Ja. Ja. In diesem Sinne, Freunde, Kuss fürs Zuhören. Wenn ihr andere Special-Vorschläge habt, vielleicht mal, ja, wir haben noch andere Ideen, noch mit jemandem, der Shishas herstellt, mit jemandem, der Tabak herstellt und. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, wenn ihr Fragen an uns habt, Shisha-Cast auf Instagram, schreibt uns gerne. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Sayonara. Macht's gut.